jetzt müssen wir ja doch dazwischen gehen. Die CD vom Kollegen Langenfeld, die er hier gelassen hat, die läuft eigentlich noch verdienstvolle 14 Minuten, fände ich. Nicht so schlecht, aber ist jetzt vielleicht auch nicht das, weswegen wir uns heute hier versammelt haben. So, dann wollen wir mal anfangen, oder? Bin ein bisschen desorientiert hier. Sag mal, könnt ihr euch nochmal melden oder Tag sagen? Also, ey, wo muss ich nochmal anfangen? Ich find's irgendwie auch ganz schön, wenn, oder? Die Hörer können mal alle, boah, ey, Tag Kuttner, super. Wollen wir alle mal Tag sagen? Kinder, ach man, jetzt stellt euch nicht so an. Naja, du fast gleich. Naja, noch einer und dann ist gut. Fast. Na, dann sagen wir jetzt wenigstens erstmal ganz schnell Tag. Hallo, Tag. Tachchen. Geht gleich richtig los. Ich wollte nur mal Tag sagen, oder? Tag. Tag, heute Sprechpunkt. Ja, super. Genau, so, Tag. Wer hier unbedingt Tag sagen will, das ist, also ich meine, die Telefonnummer gilt dann für nachher auch immer noch. Das ist dann hier praktisch die Telefonnummer. Oh. Alles drüben an der alten Eiche. Ja, Tag, Tag. Geduldet euch. Kann man noch andere Tagsager ranlassen? Ja, für Potsdam 7097 110. Genau, Tag. Hallo, Kuttner. Ah, ja, klar. Tag, bis gleich, war Tagchen. Hallo, Tag. Hallo. Ja, Tagchen, bis gleich. Sag mal, warum rufen wir, warum Kind Frauen? Da. Ja, Tag, aber dass Frauen überhaupt ja nicht Tag sagen wollen, ist ja auch wieder ein bisschen desorientierend. Hallo, Tag. Ja, wunderschönen guten Abend, hallo. Ja, super, Tag, Tagchen. Guten Abend, Herr Kuttner. Genau, so, dann jetzt machen wir jetzt erstmal Pause und dann erkläre ich euch mal, warum es heute hier gehen soll. Würde also jetzt selber ernstamtlich mal richtig laut Tag sagen, um dann... Oh, klingt gar nicht so schlecht, oder? Vielleicht sollten wir heute den Langenfeld zu Ende machen, seine Sendung hier zu Ende machen lassen, um dann erstmal noch in den Anfang, weil ich mich ja so in die Kuhglocken 70s Blues Rock verliebt habe. Und die letzten zwei Sendungen haben, glaube ich, mit Mountain Mississippi Queen angefangen, in einer Live-Version. Und heute fängt es dann an in der Studio-Version. Mountain Mississippi Queen. Tag. Ja, hier ist Olli aus Berlin-Reinickendorf. Oh, falsch. Völlig falsch gedrückt. Hier, das hier. Genau, so. Tach. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, jetzt Mountain.
Oh Kinder, jetzt kommt mir aber nicht mit, oh Jürgen, hör mal auf mit deiner alten Männermusik. Das A ist nun mal alte Männermusik und die wird jetzt theoretisch, solange ich hier praktisch nur lebe, wird die hier auch gespielt. Was hört denn hier? Genau, Mensch. Sag mal, hier jetzt aber voll durcheinander. So, Kinder, heute ist ja wie immer die letzte, also nicht wie immer, aber jedes Jahr gibt es ja eine Sendung, die ist praktisch die letzte vor Weihnachten und bei der hat sich inzwischen als guter Tradition eingebürgert, hier einen Gast einzuladen, Peter Zinek. Hallo Peter. Hallo, guten Abend, Herr Guttner. Guten Abend, Herr Guttner. Der hier wieder als... Guten Abend, als Lyriker, als Dichter, als Notnagel. Als Turbodichter im Grunde, oder? Ja. Ja. Also das Prinzip ist ja immer ganz schnell, so viel wie möglich Informationen reinpacken und dann 16 bis 24 Zeile erwarten. Das ist aber extrem kurz angebunden. Das wollen wir jetzt nochmal ein bisschen ausführlicher erklären. Also jetzt, heute können hier Leute anrufen, ja, die vielleicht noch erstens poetisch interessierte, in einem poetisch interessierten Umfeld leben. Und die noch das Vertrauen haben in Handarbeit. Die das Vertrauen in Handarbeit und in selbstgeschriebene Gedichte haben. Ja. Und die vielleicht ein Geschenk für jemanden brauchen, der sich über ein handgeschriebenes, einzigartiges, multimaltes Gedicht freuen würde. Also auch ein bisschen Verlegenheitsnahe. Also man sagt, okay, lasse ich mich drauf ein. Ja, finde ich gar nicht Verlegenheit. Also ich meine, was man guckt. Na, es gibt halt, also Kuttner, jetzt mal ganz ehrlich, das ist doch kein Wunsch von jemandem, dass der sagt, okay, ich rufe mal im Radio an und wünsche mir ein Gedicht auf Elvira. Nee, die anrufen sagen, die wünschen sich ja nicht für sich, sondern die wollen ja jemand anders beschenken. Ja. Verstehst du, ich würde sofort sagen... Aber normal sagen, ist es doch auch nicht. Also, schreib mir doch mal ein schönes Gedicht. Und genau wie das heißt, muss wie heißt es, wenn vorne die Zeilen, Buchstaben so... Anfangsbuchstaben. Die Anfangsbuchstaben, ja. Wenn die vielleicht... Also kannst du mir ein H-E-L-G-A fünfzeiliges Gedicht schreiben, würde ich ja zum sofort Beispiel, machen, ja. Wo der erste Buchstabe H ist, der zweite E, der dritte L, der vierte G, der fünfte A. Sowas zum Beispiel. Helga. Und dann kann man es weiter verschenken. Ja. Verstehst und dann sollte noch mit dran sein, also dass Helga eben mal so und so sein soll, oder dass Helga eben... Ja, und dann könnte man sagen, das ist irgendwie ein Gedicht, was ihr begreiflich machen soll, so geht's nicht weiter. Also kann auch sein, dass es fast Rattenhol ist, Helga in Varna. Ja, sowas, genau. Also so Geschichten. Das heißt... Muss nicht immer was mit einem winkenden Zaunpfahl sein, das kann auch mal so sein, einfach so, aber lieber nicht meine Mutter ist immer so nett. Genau, also, ihr könnt Helga jetzt hier... Helga in Varna. Helga, wie kommst du auf Varna wieder? In Varna war früher mal... Früher war Varna Schwarzes Meer. Natürlich. War Varna nicht auch ein Schlagerfestival immer noch? Peter, du hast doch selber gesungen, fällt mir gerade ein. Also ich habe ja sowieso... Immer wieder mal. Jetzt irgendwie verschiedene Musiken sowieso. Also wir spielen ja sowieso Musiken, weil du dann immer zwischendurch Zeit brauchst, um zu dichten. Dann habe ich auch zwei Musiken mit, wo du singen zu hören bist. Ja. Also eigentlich habe ich 3, 4, 5 Musiken mit, aber zwei sollten wir auf jeden Fall spielen. Und dann, was wollte ich noch? Habe ich jetzt eine Musik, die ich dir eigentlich nochmal widmen wollte. Und dann... könnt ihr hier praktisch anrufen und ihr müsst jetzt gewissermaßen wirklich sagen, für wen das Gedicht ist und noch so ein paar Eckdaten, oder? Und ich habe mir gedacht, vielleicht sollten wir das heute mal ein bisschen neoliberalisieren und ein bisschen fieser, kapitalistischer machen. Dass immer zwei Leute anrufen und versuchen die interessantesten Gedichte und einer kriegt ein Gedicht, der sich am meisten Mühe gibt. Dass man das einfach nicht so wegsagt, das ist hier irgendwie keine, so eine Ratschbude. Na, wenn das aufgeht, gut, ne, dann bin ich auch sehr gespannt. Wieso? Weil sowas geht ja nie auf. Wieso geht sowas nie auf? Weil dieses Prinzip der Überforderung nach 22 Uhr. Du weißt, wir sind... Wenn zum Beispiel, sag mal ein ganz schwieriges Wort. Man sieht das vom Prinzip über... So ein Hottentotten-Titten-Attentat. Hottentotten-Titten-Attentat? Das ist nicht schwierig. Das ist schon nicht so leicht. Wo kommt denn das her eigentlich, Hottentotten-Titten-Attentat? Kenn ich auch. Das kommt von den afrikanischen Völkern, die hinten irgendwie ihr Kind haben. Und dann wollen sie hacken, Rüben. Und dann stört die Brust. Und dann machen die das über die Schulter nach hinten. Und dann kriegt das Kind das auf den Kopf und wird ohnmächtig. Und so, das ist und bei den Hottentotten passiert. Und dann, der Deutsche halt ist, der ist immer lustig. Der sagt dann irgendwie Titte dazu. Und dann kommt Attentat, Tittentatten. Hottentotten, Tittentattentat. Ja, so. Und das ist es dann. Mein Lieber, scheiße, schade, dass ich jetzt hier meine politisch unkorrekteste Musik, die habe ich vielleicht extra noch gesucht, habe sie nicht gefunden. Kennst du den? Das ist ein toller Schlager aus den 20er Jahren. Der Neger hat das Kind gefressen. Claire Waldorf. Nee, nicht Claire Waldorf. Claire Waldorf war aber... Hätte ich jetzt als erstes getippt, die hat doch damals sowas gemacht. Ja. Na ja, gut. Also, okay. So, wie fangen wir jetzt? Vielleicht schenke ich dir erstmal eine Musik, oder? Da freust du dich doch vielleicht auch drüber. Oder freust du dich da nicht drüber, wenn ich dir eine Musik schenke? Logisch. Ja?
Dann check ich dir jetzt. Check aber das muss dann auch aufhören. Eine Musik ja, geschenkt und dann ist aber auch Schluss. Eine Musik geschenkt und dann ist aber auch Schluss. Ja, sonst okay. Habe ich keine, ich will ja keine Geschenke mehr. Die also ich habe nicht gefragt, ob du die kennst, aber du kennst sie wahrscheinlich. Die kenne ich nicht, aber es kann ja sein, dass einem das sofort wieder bekannt vorkommt. Die Aeronauten. Manchmal und die singen irgendwas, so. Ich finde, das finde ich eigentlich ganz schön, was die da singen. Holzfällen. Legen wir mal zurück, der Song heißt, wenn man es gleich am Anfang versteht, Holzfällen. Du musst jetzt ja alles sagen, aber wenn du willst, kannst du ja alle was sagen. Aber ich wollte nur sagen, dass der Song Holzfällen heißt und die Band heißt die Aeronauten. Das ist aber sowas wie die Elefanten früher aus West-Berlin, nee, ne? Vorgänger von Spliff oder was? Nee, nicht Jena Hahn kommt nee, dann auch ja, noch. Ja, ja, nee. Gut. Schon wieder gut. Argumentationsketten rasch auf den geworfen, um zu retten, was bei drei nicht auf dem Baum ist. Verdüsterung durch Pläne, Tanz und Satzzeichen, Wahl im toten Tanz einer Welt, die sich selbst wie ein Traum liest. Hey Schriftsteller, ab in den Keller, und dann macht es Patsch. Wahrheit ausgespuckt und wenn dann alles hinguckt, mutig gegen den Strom geschwommen. Und wenn das alles nichts ist, dann hat die Faschistisch tragisch auf den Hund gekommen. Und als letzte Rache, die Schönheit der Sprache. Hey Literaten, ab in die Karpaten. Und dann heißt es Holzfällen. Ja, dann heißt es Holzfällen, Holzfällen. Ja, dann heißt es Holzfällen. Liebe Freunde, Holzfällen, Holzfällen. Nach außen gekehrt und mit brennender Feder den Anfängen gewährt. Stillstand beklagen, Bedenken getragen, immer schon gesagt und sich gemütlich beschwert. 5 vor 12, seit 100 Jahren. Hey Grafiker, hey Quotenritter, ihr könnt euch dazu stellen, denn jetzt heißt es Holzfällen, Holzfällen. Ihr könnt euch dazu stellen, denn jetzt heißt es Holzfällen, 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 Holzfällen. Hey Schriftsteller, ab in den Keller und dann Batsch! Ich hatte hey, Literaten ab in die Karpaten. Ja. Und man kann ja auch irgendwie sagen, hey, hallo Dichter, ab zum Richter. Genau. Man kann auch sagen irgendwie, hallo Maler, ab in Schale, so vor sich hin. Fällt mir immer gleich Natascha ein. Also jetzt jetzt ab los. In den Keller, also. Du bist so zynisch und Mensch. Ja, die hätte ja tolle Gedichte schreiben können. Also, wenn das war, die ist, wobei die ist ja extrem fit, oder? Die ist extrem fit, aber da schreibt ja keiner mit. So, jetzt sind wir schon Gedichten. Okay, jetzt geht's los. Ich sag hier nochmal die Telefon. Ich erkläre nochmal die Sendung. Wenn ihr ein Gedicht braucht, ein Geschenk braucht, ein handgeschriebenes, extra auf die Person, für die ihr es braucht, hingedichtetes Gedicht, dann könnt ihr hier anrufen. Wie gesagt, die müsst ihr euch jetzt merken, die Telefonnummer. Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. So, und wir dichten bis 1 Uhr durch. Ich weiß, am Anfang ist der Andrang am größten. Zum Schluss wird es ein bisschen, von daher steigen die Chancen am Ende. Und wie gesagt, die Spielregeln sind die, wir haben hier zwei Leute und
ihr müsst jetzt darum kämpfen, dass für euch ein Gedicht geschrieben wird. Hallo, wer ist denn da eigentlich? Heiko Kuttner. Warte mal, Markus und? Jonathan. Jonathan. Markus und Jonathan. So, Markus, für wen wolltest du ein Gedicht wenden? Für wen? Ja, für wen? Das sollen ja Geschenkgedichte sein. Das sind ja sehr praktisch mein Beitrag zu Weihnachten. Für Angela Merkel. Ach, der schenkst du doch nicht. Okay, ich mach mal weiter. Ich will es vielleicht nochmal erklären. Da war offensichtlich ein grobes Missverständnis. Wenn ihr wirklich ein Geschenk gerne haben wollt oder ein Geschenk braucht für jemanden und der sich über ein Gedicht, über ein handgeschriebenes, extra gedichtetes Gedicht freuen würde, hier ist Peter Wawalczynek im Studio, begnadeter Dichter, Hörspielautor, ja. Sänger, Schriftsteller. Stehgreifpoet, der macht da was. Stehgreifpoet, alles. Der euch ja unter Umständen ja ein Gedicht schreiben wollte. Angela Merkel ist natürlich der Knaller. Ne? Ja, aber das war doch nicht ernst gemeint. Nee, war ja nicht ernst gemeint. Ja, das ist ja das Traurige. Ja. Wenn das jetzt irgendwie Professor Sauer oder wie heißt der? Wäre und der sagt, dass ich brauche heute für Evangelien. Hätte ich auch sagen können für Rudi Völler. Also ja, wobei ja, Professor Sauer, der würde sich ja dann auch an Durst Grünbein wenden wahrscheinlich, oder? Und er so im Horaz. Und dann sicher auch mit Herbstlaub. Ja, also, ja, genau. Jonathan. Jonathan, du bist doch da. Wer ist denn jetzt der andere hier? Tom. Tom, du willst doch ein Gedicht haben. Oder hättest jemanden, für den sich über ein Gedicht freuen würde, wenn du ihm zu Weihnachten schenken würdest? Ja, das Ding ist, ich würde mich freuen über ein Gedicht. Du würdest dich freuen? Du willst ihn für dich haben? Jo. Na Tom, dann sag doch mal, wie du dir das Gedicht ungefähr vorstellst. Und danach, Jonathan, sagst du, wie du dir das Gedicht ungefähr vorstellst, was die Anforderungen wären, ob es eine bestimmte Atmosphäre haben soll, ob es sich reimen soll, eher kurz, eher lang, ob bestimmte Worte drinnen auftauchen sollen, irgendwie so Geschichten. Und Wawalczynek entscheidet dann, welches Gedicht er lieber schreibt. Als erstes fängt an, Jonathan. Ja, ich wollte eigentlich gar kein Gedicht, ich wollte Kuttner nur mal an Brennus erinnern. Gut. Tom. Jo. Tom, dann kriegst du jetzt ein Gedicht, oder? Ja. Jetzt haben wir ja oft mit Tom, ihm. Also wenn du jetzt zwei Dinge weißt, dann bist du schon durchgesetzt. Los, Tom, also, was für ein Gedicht? Es wäre in Sonettform. Also das ist ja mit das Härteste. Okay, machen wir Sonett. Und echt? Expressionistisch. Expressionistisch, ja. Und ein Stadtgedicht. Stadt. Expressionistisches Stadtgedicht. Ja, aber worum denn jetzt? Welche Stadt? Was? Worum und was? Na, Berlin wäre schon ganz schön. Mehr morgens, mehr abends, mehr mittags, mehr Mitternacht. Oh, abends. Abends, okay. Und die die ersten meinen Terzette sollten, nee, Quartette sollten umarmende Reime enthalten. Was sollten die? Umarmende Reime enthalten. Also das ist der erste und der vierte und der zweite und der dritte Vers reimen. Mach mal schnelle Musik. Das ist ja Frechheit hier, oder? Ja. Findest du nicht, Tom? Ja. Du sag mal, bist du Germanist oder nicht bist du ganz irgendwie anders auf den Kopf gefallen oder was? Oder machst du selber Gedichte? Nee, leider nicht. Aber? Na, ist mir gerade so in den Sinn gekommen. Ach so, aber wieso bist du so nett aus? Du fängst an, oder? Ja, ich bin ja quasi schon dabei. Tut mir jetzt ist ja aber auch hart zur Sache, oder? Ja. Aber du hast ja gesagt, am Anfang steigen die Chancen. Ja, okay. Tom, aber was führt dich denn da, was bringt dich denn dazu? Du kannst den Kopfhörer, wenn es dich stört, setz die Kopfhörer einfach ab. Ja, nee, das ist ja viel besser. Genau. Ja, nicht. Also, willst du doch lieber was hören? Ja, gut. Was bringt dich denn dazu, so ausgebuffte Gedichte hier abzufordern, Tom? Ja, mein Deutschunterricht natürlich. Dein Deutschunterricht? Welche Klasse bist du denn? 13. Um Gottes Willen. Jetzt habt ihr gerade die Sonette durchgenommen und jetzt willst du selber eins haben, oder was? Genau. Schappi, und also, Peter, wir müssen, kannst du sagen, das ist eine Frechheit? Nee, ist okay. Ist okay, echt? Ja, mache ich jetzt sofort. Gut, mach das sofort. Haben wir denn noch eine Musik dazu? Ja, ich spiele eine Musik dazu. Wenn man ein bisschen angeturnt wird hier. Ja. Sonett auf, warte, welche zweite Ziel zur vierte kam ihm wichtig, ne? Oder? Erst so ein vierte und zweite und dritte. Soll sich dann irgendwie reiben. Aufeinander. Ja, eins und vier reimen, zwei und drei. Richtig? Habe ich dein Interesse richtig gegeben, okay. Tom? Na klar. Okay. Ja, super. Na Tom, dann wartest du mal hier schön. Alles klar. Und ja, ich weiß hier, ich will jetzt sagen, spielen wir mal eine Musik oder was, wa? Gut, Tom, bis gleich, wa? Du bleibst in der Leitung. Bis gleich. Okay. Kinder, es ist so eine Sendung, die dauert dann manchmal an bestimmten Punkten ein bisschen länger. Dafür kann ich jetzt so nicht. So ist es eben. Damit müsst ihr euch eben auch abfinden.
Und jetzt spielen wir vielleicht mal, ich muss mal überlegen, was wir hier für eine Musik spielen. Ach, naja, passt jetzt nicht ganz so rin, aber irgendwie passt es doch rin. Wo du denkst, Pinochet ist gestorben, wie ist Kinder mehr? Ich habe neulich im Internet irgendwie gelesen, die Arschlöcher leben ewig, die Jungen sterben jung. Und dann ist es vielleicht, wenn jetzt irgendwie Pinochet gestorben ist, ist es vielleicht ein schöner Moment hier, Viktor Jara zu spielen, der gewissermaßen von diesem faschistischen Arschloch umgebracht wurde, aber definitiv besser singen konnte. Viktor Jara, El Derecho de Vivir, das Recht zu leben, heißt es, glaube ich. El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad. Ningún cañón borrará el surco de tu arrozal. El derecho de vivir.
Viktor Jara? Peter, du schreibst noch? Du bist fertig? Nein. Na, dann setz deinen Kopfhörer auf und dann mache ich das Mikrofon an. Also, das heißt einfach, Warte, jetzt muss ich den Tom dazuschalten? Nee, ja, Tom war das, war, oder? Jo. Ja. So-so heißt das. So-so? So-so oder so-so. Also wir sind japanisch, ja? Oh ja, na, mach mal. Mit Pauken kommt die Nacht, ist vorbestimmt im Sen, also Sen, ne? Mhm. Es weiß vom Tag, mit wem der zum End sich schön gemacht. Schon schön gemacht für den, der als Weiser angebracht zu führen sagt, die da am Zeiger drehen. So also soll mit Nichten und Posaunen es hallen, fordern, raunen, dem, der mit Klängen voll. Mit Trommeln kommt der Tag, ist ausgeblendet vor dem Ton, und einer weiß und einer ahnt es schon, ist leider verzogen nach Prag. Tom! Sehr schön. Hut ab, oder? Auf jeden Fall. Aber da kommst du aber fett raus im Deutschunterricht. Ja. Mein lieber Scholli. Und der hat ja auch noch diesen Endstab. Also du wirst es sehen. Also wir schicken dir das zu. Ich schreibe es nicht mehr groß ab, weil das ist sowas von klar. Das macht sich hier lustig über das S. Das ES. S, ne? Das, ja, ist mir auch das S kommt immer wieder und das geht nach hinten und vorne und deswegen heißt es so. Man könnte auch sagen Sese oder so. Tom, ich setze dich jetzt auf die Warteschleife. Draußen nimmt dann der Kollege Matthias Kerkhoff deine Adresse auf und der Dicht wird sofort eingetütet und geht dir zu. Alles klar, danke. Du hast ein wunderbares Weihnachtsgeschenk. Danke. Okay, vielen Dank für deinen Anruf. Ja. Tschüss. Kein Problem, ciao. So, Peter, großartig. Noch vor den Nachrichten, ja? Ja, nicht schlecht, mein lieber Scholli. Also noch vor den Nachrichten. So, jetzt bin ich erstmal befreit, oder wollen wir... Jetzt bist du erstmal befreit, oder? Okay. Oder wollen wir schnell noch jemanden... Ganz schnell. Dann kannst du einfach also schon weiter... Vierzeiler, Sechszeiler, so ungefähr wie Marita. Nee, du musst ihn jetzt gar nicht... Du hast dann einfach die Nachrichten über Zeit ein bisschen zu dichten und dir noch mehr... Kein Problem. Bin bereit. Hallo, wer ist denn da? Hallöchen, Paul Bratfisch hier. Paul! Hi. Hi. Du willst auch ein Gedicht haben. Für wen denn? Ja, ziemlich gerne. Ich habe zwei Perspektiven, was der Dichter am besten findet. Also meine Mutter hat am 22. Geburtstag. Das würde sich richtig gut machen. Ja. Wäre sogar sehr cool, wenn er da ein Gedicht schreiben könnte. Ansonsten für meine Freundin. Nee, Mutter. Mutter. Wir machen eine Ausnahme. Ja? Genau. Muss auch die Einzelmutter bleiben, weil... So sieht's aus. Also Mutters Hände hatten wir früher. Ich hab da eine coole Idee. Also erstens muss ich sagen, das Gedicht eben hat mir sehr gut gefallen. Hast du gut gemacht. Danke. Und dann wollte ich sagen, also das vorhin, was Kuttner gesagt hat, mit den Anfangsbuchstaben fand ich ziemlich cool. Okay. Und ich hätte... Aber wie heißt denn das? Das hätte Folge... Naja, gut. Hat einen Namen, Anagramm, aber nicht... Nee, da denken alle immer gleich, ne? Anagramm ist... Gut, okay. Ich hätte folgenden Vorschlag, und zwar, es heißt meine Mutter Heike. Mit A sozusagen, Heike, und dass man auch, also die Sonettform, die sagt mir auch sehr zu, muss ich sagen. Oh nee, jetzt hör auf hier. Das war schon ein Knaller, das kann man nicht dauern so. Moment, ja, das kriegt man nicht immer hingerotzt, so netter. Falls es gehen sollte, so. Das heißt, das sind ja vier Strophen, also wie eben auch, und Heike sind ja aber Stimmbuchstaben. Das heißt, dass am Ende das E noch ein Zweizeiler oder ein Einzeiler, also ein Satz oder zwei Sätze bilden würde. Ja, aber jetzt mal von der Aussage grundsätzlich. Also was? Du willst, stellst dir vor, zwei Strophen. Heike, Heike? Nee. Nur eine Heike, oder wie? Nee, die Sache ist also so nettmäßig, also dass jede Strophe, also vier Strophen erstmal mit H, also eine Strophe mit H, die nächste mit E. So, jetzt erklär mir, was ist denn so nett? Ein Sonett? Ja. Hat die erste jetzt will ich auch mal zu. Jetzt wollen wir es mal genau wissen. Man hat's ja im Moment, man weiß es ja irgendwie, aber... Soll er auch sagen, was er will. Die ersten beiden Strophen sind vier Zeilen, haben vier Zeilen jeweils. Die dritte und vierte Strophe haben drei Zeilen. Und was ich dann sozusagen noch will, ist, weil ja der Name Heike fünf Buchstaben hat, ja. Dass sozusagen der letzte Buchstabe, das E, anfängt und da sozusagen die Sonettform ein bisschen gebrochen wird und am Ende nochmal ein Satz mit E oder zwei Sätze mit E sozusagen rangehangen wird, werden. Ich habe es nicht verstanden. Aber Zinek hat es auch nicht verstanden. Das ist aber eigentlich eine gute Voraussetzung. Kunst entsteht immer aus Missverständnissen heraus. Okay. Du hast jetzt ein bisschen Zeit, ja? Der Dichter dichtet und bleibst aber in der Leitung, okay?
Ja, soll ich noch irgendwas... ja, auf jeden Fall. Oh. Ja. Das wäre vielleicht noch wichtig. Also meine Mutter ist sehr engagiert in der Behindertenarbeit. Was vielleicht fürs Gesicht wichtig werden könnte, ist stolze Mutter von 4 Kindern. Ich bin der Älteste und dadurch hat es nicht immer leicht, aber ich auch nicht mit ihr. Ja, ansonsten mag sie die Natur sehr. Also, ja. Reicht es, Peter? Reicht ihm. Okay. Reicht ihm. Ja, vielen Dank für deinen Anruf. Bis gleich. Bleib in der Leitung, ja? Okay. Okay. Der Dichter dichtet. Ich spiele schnell noch eine Musik und dann kommen die Nachrichten. Wow, thing. You make my heart sing. You make everything groovy. Wow, thing. You make my heart sing. You make everything groovy. Wild thing, I think I love you. I want to know for sure. Wild thing, I think I love you. Come on and hold me tight. Wild thing, you make my heart sing. You make everything groovy. Wild thing, you make my heart sing. You make everything groovy. Wild thing, I think you move me. I want to know for sure. Wild thing, I think you move me. Come on and hold me tight. You moved me. Come on and hold me tight. Come on, come on, wild thing. Come on and hold me tight. Come on, come on, wild thing. Das waren Teddy and Daryl. These are the hits, you silly savage. So eine Platte, die eigentlich sich dadurch auszeichnet, dass alle Songs, die darauf, eine Platte von 67, glaube ich, oder 66, also echt extrem früh, alle Songs so ihr Listbild werden. Teddy and Daryl. These are the hits, you silly savage. Ich weiß jetzt nicht, ob ich sie exakt ausgesprochen habe. Ich werde dann schon wahrscheinlich irgendwann wieder korrigiert. Spricht man das nicht aus? Aber ist mir jetzt auch real. Mann, ja hoho. Die meisten Fritzhörer wissen, was die Ohrboten dem Ohr bieten. Nun aber baten die Ohrboten uns, euch zu bitten, die Songs, die die Ohrboten bauten und bisher eurem Ohrboten, nun auch euren Augen anzubieten. Somit wären wir jetzt und hier. Mensch, komm zum Punkt. Okay. Fritz präsentiert die Ohrboten live. Kommenden Freitag ab 20 Uhr. Beim Fritz Club im Postbahnhof, direkt am Berliner Ostbahnhof. Mehr Infos fritz.de. Die Ohrboten live, präsentiert von FRITZ, zusammen Fritz. Und das hört man. Um 22.37 Uhr. Fritz, Info. Nachrichten. Meine Schuld ist nicht, die Kunst fordert ihren Tribute mit Matthias Kerkhoff. Im Streit um die Gesundheitsreform soll noch einmal nachgerechnet werden. Gesundheitsministerin Schmidt hat ein neues Gutachten zu den Kosten der Reform in Auftrag gegeben. Damit sollen die Bedenken von Bayern, Hessen und Baden-Württemberg entkräftet werden, die Mehrbelastungen in Milliardenhöhe befürchten. Gesundheitsministerin Schmidt bestreitet diese Zahlen. In Brandenburg sind zwei Mordprozesse zu Ende gegangen. Das Cottbuser Landgericht verurteilte einen 19-Jährigen zu 9 Jahren Haft. Er hatte im Sommer einen Obdachlosen zu Tode geprügelt. Das Landgericht Frankfurt-Oder verurteilte einen Mann zu lebenslanger Haft. Er hatte vor mehr als 10 Jahren seine Lebensgefährtin und das gemeinsame Baby umgebracht. Da die Richter eine besondere Schwere der Schuld feststellten, kommt der Mann nicht nach 15 Jahren auf freien Fuß. Die Zukunft des Berliner Flughafens Tempelhof ist weiter in der Schwebe. Das Oberverwaltungsgericht hat heute seine Entscheidung darüber, ob die vom Senat angeordnete Schließung Bestand hat, auf Donnerstag verschoben. Mehrere Fluggesellschaften hatten gegen das Ende des Flugbetriebes geklagt.
Zum Sport. Bundesligist Hertha BSC Berlin hat erstmals seit 5 Jahren im DFB-Pokal wieder das Viertelfinale erreicht. Die Mannschaft von Trainer Falco Götz setzte sich im letzten Spiel des Jahres bei Regionalliga-Spitzenreiter VfL Osnabrück mit 3:0 durch. Auch Bundesligist Stuttgart ist eine Runde weiter. Die Schwaben gewannen 4:1 in Bochum. Eintracht Frankfurt erreichte nach einem 3:1-Sieg gegen Köln ebenfalls das Viertelfinale. Die Partie Nürnberg unter Haching endete 2:1 nach Elfmeterschießen. Damit ist Nürnberg im Viertelfinale. Und noch schnell Basketball. Im ULEB Cup verlor Alba Berlin gegen TIL Ostende mit 65:66. Wetter. In der Nacht Wolkenfelder, die durchs Sendegebiet ziehen, und zwar von Nordwesten. Da kommt dann auch ein bisschen Nieselregen. Das Ganze bei Temperaturen zwischen 0 und 3 Grad. Aber immerhin im Gegensatz zur gestern Nacht plus. Morgen wird es dann trübe, zeitweise nieselt es und das Ganze bei 5 bis 8 Grad auch wieder plus. Verkehr. A11 Berliner Ring Richtung Dreieck Uckermark. Zwischen Finofurt und Werr-Berlin Gefahr durch einen defekten LKW und der rechte Fahrstreifen ist blockiert und damit wieder schnell zurück zur Kultur. Fritz ist eine Produktion des RBB. Und wenn im Radio 100,1, dann Fritz in Eberswalde. Zurück zur Kultur, klang ein bisschen denunziativ, wie ich finde, aber vielleicht was auch als Kompliment gemeint heute, Sprechfunk Spezial. Im Studio zu Besuch ist Peter Babacinek, der euch ein Gedicht nach euren Vorgaben schreibt, das ihr dann vielleicht als letzte Möglichkeit ein Weihnachtsgeschenk noch zu finden, gewissermaßen an jemanden eurer Wahl, jemanden, den ihr vielleicht gern habt, schenken könnt. Und damit sich vielleicht die Leute, die ihn nicht so genau kennen, trotzdem, weil Babacinek ja, sagen wir, die letzten 6-7 Jahre hier immer in der letzten Sendung vor Weihnachten tätig war als poetischer Weihnachtsmann, damit man sich eine Vorstellung von ihm machen kann, habe ich vielleicht eine Musik von ihm mitgebracht, in der er den selbst gedichtete Text vorsingt. Peter Babacinek, der Song heißt, glaube ich, Flaute. Schmieriger
wenn jetzt hier einer durchdreht an Bord, verliert die Mannschaft nicht ein Wort, sondern bindet ihn an die Reling fest, wenn die Sirene ihre Reize spielen lässt. Peter Babacinek, der Song, den er hier singt, den er selber geschrieben hat, stammt von einer Platte, von einer CD, auf der ein Hörspiel von ihm ist. Die heißt, Das Meer an sich ist weniger. Peter Babacinek, Das Meer an sich ist weniger, ist bei Transit erschienen. Und der Song hieß Flaute. Peter Babacinek ist heute hier im Studio und würde euch... wäre bereit, für euch ein Gedicht zu schreiben, wenn ihr jemanden habt, der sich über einen handgeschriebenen, extra für ihn hingedichtete Gedicht freuen würde. Wer das machen will, kann sich hier an der Sendung mitteilen, indem ihr die Telefonnummer hier wählt. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 zu Potsdam 70 97 330. Ich weiß, es ist ein bisschen schwierig, weil es dauert natürlich seine Zeit, so ein Gedicht herzustellen. Wir haben schon die Hoffnung, dass wir so 10, 15, 20 Gedichte schaffen werden. Ihr müsst immer wieder anrufen, dann ist möglicherweise besetzt oder selbst wenn frei ist, fliegt er irgendwie nach 3 Minuten raus. Kann ich auch nichts dafür. So ist das Prinzip. Das ist dann eben Schicksal und Gottesurteil. Wenn euch daran gelegen ist, dann ruft ihr eben an. Wie zum Beispiel Tom? Hallo, Anne, hier ist er, Tom. Hallo? Ja, du bist noch da. Ja, aber Paul. Ach so, Paul. Ach man, tut mir leid, ich komme mit dem Schreiben hier nicht hinterher. Ja, kein Problem. Das war doch aber eben auch ein Spitzensong, oder? Das war so herrlich, ja. Nee, ich mag Peter seine Gedichte, muss ich sagen. Ich bin selber halt auch Lyriker, so ein bisschen. Ja? Also, das sagt er auf einem anderen Gebiet, also Songwriter. Aber ich bin halt nicht halb so UGR. Aber hast du eben gesehen, er schafft es doch, die Spitzensongs zu schreiben, oder? Ich finde, das sollte er sowieso häufiger machen. Peter, es gibt ein zweites, du hast doch früher auch so Leben, bei also. Brigitte Hohenhorst war, ja. Oder? Und ihr habt noch so ein Bands. Nee, ach, man wir haben uns ja neulich wieder getroffen bei diesem hier, was Galenza veranstaltet hat mit seinem Magnetband und Untergrundbuch in der Volksbühne. Da hast hast ja auch schwer gesungen, wa? Schwer gesungen, aber da eben Matthias Badeholz, also mit dem ich gerade beschäftigt, also das ist ja schon sehr... Ne? Na, den hören wir vielleicht nachher auch noch, ein uralt Kumpel. Also ich habe jetzt wirklich echt nur Heike und... Du hast jetzt, warte mal, ich wollte nur noch mal hier... den Anfang der Sendung. That is the sound created by... Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Das ist ja heute sowieso eine etwas überbordende Sendung. Ihr werdet reich beschenkt, einerseits mit diesen Gedichten, andererseits wird nachher um Mitternacht, will ich nochmal darauf hinweisen, würde ich wieder nochmal ein paar Freikarten für... den 70. Videoschnipselvortrag am 21. am Donnerstag um 21 Uhr in der Volksbühne, der sich mit so Philosophen des Alltags beschäftigt, verlosen. Dazu wäre dann das Codewort, das ihr euch jetzt merken müsst,
Hottentotten-Tittenattentat, weil Zinek vorhin hier in die Runde geworfen hat. Das wäre das Codewort. Hottentotten-Tittenattentat müsst ihr da sagen und dann hättet ihr, solange das Kontingent ausreicht, eine Freikarte gewonnen für die Videoschnipsel am Donnerstag, 21 Uhr, in der Volksbühne, Philosophen des Alltags. Das Weihnachtsfest in seinem Lauf hält weder Ochs noch Esel auf. Hättet ihr dann gewonnen. So. Paul, dein Gedicht ist, Peter? Ihr Dicht ist fertig, oder? Ja, also wie gesagt, das ist... Was machst du denn da mal noch mit Rotstift? Ja, nee, weil da steht Natur verbunden. Jetzt habe ich noch ein paar Tiernamen dazu geschrieben, ach so, damit auch das erfüllt ist. Ja, gut, okay. Dann würdest du jetzt die Dichte vortragen? Heike und rückwärts heißt das ja Eki. Also ich habe immer nur die Anfangsbuchstaben genommen, für mehr war nicht die Zeit. Aber was mich am meisten interessiert hat, ist die Behindertenarbeit. Da habe ich eine Freundin, die heißt Maike, die macht sowas auch, geht sogar bis in die Koma. Behandlung, also von Koma und vier Kinder habe ich auch ausgelassen, also eigentlich im Prinzip müsstest du unzufrieden sein, es geht aber nur um Heike, ja. Und ich habe drunter geschrieben, möglichst choralistisch angehen, also möglichst in der Familie sowas wie einen Kanon machen. Ja, das würde dann wieder gehen. Ach so, du stellst dir schon vor, dass er den Dicht doch vortragen wird. Ja, richtig A Cappella, richtig, keiner weiß, was von jetzt, genau. Von vier Söhnen. Ja, und jeder ihr, kriegt, Paul, ja. Ihr seid zu viert? Das meine ich. Paul. Ja. Ihr seid vier Söhne. Ja. Wir sind drei Söhne und eine Tochter. Aber drei Söhne und eine Tochter, also okay, vier Geschwister. Also wenn, und ihr seid doch zu... Und davon eine Aufnahme machen und uns schicken. Zu und Weihnachten bei Mutter. Ja. Warte mal, halt, ihr seid zu Weihnachten noch bei Mutter? Ja, das ist aber zum Geburtstag jetzt. Ach so, ja, 22. Man muss ja ganz schnell produzieren. Also ja, und dann tragt ihr das quasi so chorisch vor. Ist ja nur eine Empfehlung. Ist eine Empfehlung von Wawazinek. Und dann würde es gehen. Eine zweite Empfehlung wäre, das aufzunehmen und hierher zu schicken, dann könnte man das im Radio spielen. Klar, mache ich gerne, sehr gerne. Ich meine, du hast mir einen Gefallen getan, ne? Super, genau. Mach mal. Clever also, wäre übrigens außerdem auch, tut mir leid, Peter, wenn ich dir immer wieder ins Wort falle, das hier mitzuschneiden, weil du hättest dann noch quasi den Vortrag des Gedichtes durch den Dichter. Also ich versuche jetzt mal das ganz kurz zu sehen. Aber das machst du jetzt wahrscheinlich nicht, erste oder? Zeile ist, es bleibt Heike, erste Buchstaben sind immer H-E-I-K-E und dann geht's E-K-I-E-H. Hand auflegen, Herz eindämmen, erst das Haar spüren, dann bekämmen in den leichten Zeiten. Keinem Fremdes bereiten, etwas von dem man selbst ist nichts zu benennen. So würde das. Einig mit sich selbst beschreiten, keinen Weg, der Weg begleiten kann, in maßvollen Einheiten gehen, erst nach rechts, dann nach links sich drehen, hernach sich mählich zum inneren Eigen, zentristisch in ein Zentrum erweiten. Das ist in etwa mit Zeiten zubereiten, weiten, beschreiten, begleiten, in ein Halten, mit eindämmen und bekämmen und nicht zu benennen, in etwa. Sowas. Wow. Was war denn jetzt der Nachsatz? War das noch zum Text? Nee, das in etwas, naja, und dann kommen eben diese Tiernamen, die man dann irgendwie so hinten machen könnte, so wie bei der Seemannstraße. Also Ochse, Echse, Pavian, Lama, Schildkröte, Regenwurm. Ochse, Echse, Pavian, Lama, Schildkröte, Regenwurm, Tapir und Löwe. So, irgend sowas. Da habe ich noch dazu geschrieben, die Super, oder? Ja, danke. Dass ich hier mal einen Beifall einspiele. Peter, du hast es mit einem Profi zu tun. Ja. Also du musst da jetzt, also ich habe es jetzt nur aufgeschrieben und du musst es jetzt irgendwie mit den Tiernamen, das finde ich ganz gut. Echse, Ochse, Pavian, Lama, Schildkröte, Regenwurm. Das geht, das kann man machen. Das ist wunderbar. Also, ohne Musikbegleitung natürlich, ne? Sag mal, Paul, du bist Songtextschreiber. Ja, so kann man es nennen. Für wen denn? Für eine Band? Hast du eine Band? Ja, unsere Band und... Was ist denn eure Band? Hatten wir schon öfter mal bei dir. Na, sag doch mal. Na, Bratfisch. Bratfisch? Ach so. Stimmt, die kommt mir halbwegs bekannt vor. Hättest jetzt auch mit Emil Fleischmann... Ja, aber hättest mir jetzt aber auch mal... Nee, hab ich nicht geholfen. Nein, aber er könnte doch mal was schicken, oder? Bratfisch, ich kenne ihn immer nur so als Namen, weil du rufst alle drei Jahre mal an und sagst Bratfisch, oder? Ja. So sieht's aus, ja. Ja, und gibt es denn schon mal irgendwie eine CD von euch oder irgendwas? Wir haben eine EP produziert, bloß wir haben im Moment nicht die Kohle, um das ordentlich zu pressen. Aber wir können ja das... Dann schickt das mal als MP3 an kutner.de. Freue ich mich darüber. Genau. So, und das wäre doch jetzt wahrscheinlich hier auch ein Song, den ihr sofort singen könnt, oder?
Auf jeden Fall. Also naja, ja, das finde ich aber schon. Da sollte der, den sollte ja, der jetzt mal irgendwie euch draufdrücken. Wir werden den Kanon einstudieren, weil wir sind auch vier. Das passt dann ganz gut und dann kann man das sehr gut machen, ja. Wunderbar. Und er darf sogar Kürzung vornehmen und umändern und umstellen, wenn ihm das nicht. Also das ist ja klar. Das ist doch alles. Das ist so ein Service inbegriffen. Änderung. Änderungsschneiderei. Genau. Der Änderungspoet. Okay, ja. Paul, dann. Recht herzlich. Also ich finde das super geil. Also dass ich hier durchgekommen bin, finde ich total klasse, weil ich habe mir das schon seit letzter Woche vorgenommen und cool. Glück gehabt. Ich hätte eine Frage noch, bitte. Bitte, aber Zielek, ja. Dürfte ich mal ganz schnell jemanden grüßen, bitte. Ach, eigentlich ist es ja keine Grußsendung, mach mal. Weiß. Ganz schnell. Ja. Ich wollte ganz schnell meinen Schatz Xenia grüßen und sagen, dass ich sie ganz doll liebe. Ich liebe dich, mein Schatz. Danke. Naja, da kann man ja fast sagen. Okay, ich setze dich jetzt hier auf die Warteschleife, du sagst deine Adresse durch und dann tütet der Kollege Kerkhoff dir sofort ein und das geht dann an dich. Übrigens, okay. Der tütet sehr gut ein. Super, ist echt ein Spitzeneintüter. Super Eintüter. Oder? Noch nie sowas so eingetütet und auch viel schneller das war. Wie triffsicher, als wird das jeden Tag machen. Ne? Nein, super, ja. Und dann mit eigener Spucke leckt er da hinten auf den Briefumschlag die Wege, die er da zurücklegt. Das ist ja ein Riesenstudio hier. Oh, jetzt machen wir mich verlegt. Ich glaube, er ist rot geworden. Hey, aber Zinek, hier im Studio dichtet euch schöne Texte zusammen. Wow, jetzt irgendwie gleich weiter, oder? Oder hast du. Nee, sofort weiter. Also das war. Ehrlich? Ja, das war. Ja, also da bin ich mir selber. Echt, nee, da bin ich mir auch selber unsicher gewesen. Ne? Das ist Unsicherheit, ne? Also. Ich dachte, vielleicht sollte ich vielleicht auch zu deiner Entspannung nochmal ganz kurz ein Weihnachtslied spielen. Ja. Das spiele ich schon seit 15 Jahren eigentlich immer, weil ich immer wieder wunderbar ist. Jetzt muss ich Rudolf das Rentier oder was? Nein, noch besser, noch besser. Noch besser als. Naja, nee, also der Song selber ist jetzt nicht so aufregend, O Tannenbaum, aber. Vom Chor der Roten Armee, und da klingt es schon ein bisschen, wie wenn die Russen in Prag einfahren, aber eben, O Tannenbaum, ja, wer kann sich daran noch erinnern? Ja, ich meine, da war doch damals noch ein Eishockeyspiel zwischen Amerika und Tschechien, also. Die Russen, oder? Kanada, Sowjetunion. Russen, nee, die Russen und Tschechien. Mensch, da sind doch noch VWs durch die Gegend gefahren. Nee, genau, Käfers, und haben gesagt, Mensch, war das Horror. Ja, alles klar. Genau. Jetzt hören wir also ein ganz kurzes Weihnachtslied und dann jetzt hier weiter. Ihr habt hier die Telefonnummer, ansonsten könnt ihr euch auch an den halbautomatischen Anrufbeantworter wenden, wenn ihr jetzt doch selber was loswerden wollt. Vielleicht auch schöne kurze Gedichte, so nette mit sich umarmenden Reimen oder sowas, dann ruft er hier an und hinterlasst es da. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 zu Potsdam 70 97 330. Und jetzt der kurze Chor der Roten Armee mit O Tannenbaum, eines der größten Weihnachtslieder, was ich überhaupt kenne. Also jetzt muss ich mal, was fängt so harmlos an wie Sandmännchen und dann jetzt aber zur Sache. Das war der Chor der Roten Armee. Hart. Peter Zinek ist hier ist schon wieder dran, ist bereit quasi weiter zu dichten, oder? Absolut, ja. Mann, mein Lieber, du hast es aber echt raus. Also, ja, los. Ich bin ja echt immer sofort so erschöpft, wenn ich jetzt irgendwie halt. Nein, ich warte ja immer auf die Vierzeiler. Dass ja, achso, meinst du, dass ich mal jemanden einen Vierzeiler wünsche? Ja, mach einfach sowas wie Mama, toll. Also, es wäre natürlich auch toll, wenn jetzt mal bescheidene Figuren anrufen würden und sich das war schon hart jetzt, also. Das war schon, oder? Vor allem, die prüfen das noch nach, die lassen das noch in irgendeinen Computer verschwinden und gehen noch zu irgendeinem Pilzexperten. Und das schafft der Bratwurst, schafft das noch vom 22. Das ist wirklich so nett, genau. Und wenn der da signalisiert, kommen, das ist es nicht. Na, da sitzt die Mutti da. Ja, genau. Kriegt die gar nicht. Hallo, wer ist denn da?
Ja, Marc hier aus Diedersdorf, hi. Marc aus Diedersdorf. Ja, genau. Marc, du musst dich da jetzt Euro nennen. Ja, okay, entschuldige, ich weiß, war jetzt irgendwie echt ein blöder Witz. In einer Stunde ist hier Freikartenverlosung für Videoschnipsel am Donnerstag, 21 Uhr in der Volksbühne. Muss ich nur mal zwischendurch sagen, nicht, dass es verloren geht. Da sind ja sowieso Pause, da rufen dann nur Leute an, die jetzt irgendwie eine Karte gewinnen wollen. So, du willst auch ein Gedicht haben, für wen denn? Jo, für meine Freundin. Für deine Freundin? Kann die denn echt was anfangen mit deinen Gedichten? Ja, kann die auf jeden Fall. Bist du dir sicher? Ganz sicher sogar. Ist es nicht eher so die, so eine, die gerne ins Sonnenstudio geht und ein bisschen Shopping und tanzen? Nee, überhaupt nicht. Und dann chillen. Junge Menschen heute wollen nur noch chillen, oder? Ohne sich angestrengt zu haben, aber Entspannung steht ganz oben. Chillen. Ja, entspannen, ja. Ja, okay. Fleißig am Arbeiten. Also. Wieso? Was arbeitet denn die? Die macht gerade eine Ausbildung zur Tierarzthelferin. Nicht schlecht, oder? Ja. Peter, du kannst ruhig was sagen, der Mikrofon ist offen. Die Arzthelferin, das ist ja nicht so schlimm. Genau. Lass mal über die anderen machen. So, Marc, was soll das denn jetzt für ein Gedicht sein? Ja. Ja, also es sollte von mir für Sie sein, also ein Liebesgedicht. Liebesgedicht. Genau, weil es meine absolute Traumfrau ist. Ja, aber Zinek notiert sich gerade, Liebesgedicht, hat eine ganz große Traumfrau, habe ich gesagt. Traumfrau. Richtig, Name ist Anna. Na, das ist doch... Das ist doch Vierzeiler, oder? Natürlich. Und eins hätte ich noch, sie liebt das Musical Tanz der Vampire. Das ist doch, ist das nicht auch ein Film? Ja, gibt's auch als Film, Polanski. Genau. Aber sie mag das Musical so nämlich gerne. Ja, das ist doch okay. Ja, kannst du damit was anfangen? Okay. Da fängst du jetzt sofort an zu dichten? Nein, ich habe dich jetzt aufgeschrieben. Ich frage dich. Liebes Gedicht, Traumfrau Anna, Tanz der Vampire und du kannst Musik machen. Ich kann jetzt schon Ja, okay. Vorbei. Ja, Ding ist durch. Hast du? Klar, super. Ja, okay, dann bis gleich, Marc, ja? Jo, ich bleib in der Leitung. Gut, bleib in der Leitung. Peter, hast du irgendeinen Musikwunsch? Hast du irgendeine Richtung? Irgendwas, was ich hier... Ich habe überhaupt keine Übersicht. Aber du kannst auch so atmosphärisch was sagen. Ich hätte ja gerne jetzt in so ein... Türkisch, Japanisch, mongolischer... Mongolisch habe ich auch. Mongolischer Kehlkopfgesang. Das würde mich... Na logisch, das ist doch keine Frage. Sowas ist das. Echt, das ist wirklich da? Natürlich. Ist nicht abgesprochen. Jatka, ist nicht abgesprochen. Ich weiß es. Weil ich grüße alle, die irgendwie in so einem mongolischen Juden leben. Ist so ein bisschen etwas popifizierter mongolischer Kehlkopf gesagt. Nehme ich, also damit... Jatka. Ja, super. Und sehr großartiger. Die waren ja sogar schon mal hier. In Deutschland. Jatka. Mehrfach. Ja, die waren mehrfach, schon mal hier. Mehrfach. Genau, okay. Die machen es ja richtig. Super. Dann Dichter. Ja, mongolische Vampire, das kommt doch... Literaten ab in die Karpaten. Transistanien, also tschüss. Şapar çorlar Ayan sığdın körün erden Alakastan hadınlarlar Suva salgan gece gezi Soğdan çalgı tarra çalgı Soğuk çinge salaları Soymak dudu porok sakın Kara kara kirbikleri Hara çiga çalgı hınılar Çaynan karaktarlar, oktar gayda sultans karlar. Kanda kişi çangır körbez, kıstın hovar ertinezi. Çürek tuşu hayvan emi, çürürde çökmem kınaya. Çürek tuşu hayvan emi, çürürde çökmem kınaya. Derde kozor kını Algıda uğran şimçeşkini Ayrımda bel sakın kırar Uğan bodal bile bile Uğuzun kamakta hatırgan Kılmaz bilmez çüvezi çak Kızlarımı seresledir
kafir aldın. Gibula hünür tödün. Oydık tardek türzülengen. Oynanıştık tıva fıstar. Çoğdu ustu örü tırtık. Çoğdu talganı baylakşıdar. Bu yan çayan olarda de. Murgan gadek teylem çörnen. Bu yan çayan olarda de. Jatka war nicht mit Albert Kuwiecin, dann treten wir gleich nochmal nach, der Dichter dichtet noch mit Albert Kuwiecin und Jatka, mit einer CD von 2005, Recovers heißt die, wo er so seine Lieblingssongs aufgenommen hat, unter anderem eine wunderbare Coverversion von Rolling Stones Play With Fire, Albert Kuwiecin und Jatka. Albert Kuwiecin und Jatka mit Play With Fire. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Mit Captain Kirk.
Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, hier wieder unsere Vorweihnachtssendung. Das heißt, im Studio zu Besuch ist Peter Wawelzinek, der euch ein Gedicht schreibt für jemanden, den ihr mit einem Gedicht beschenken wollt. Das heißt, ihr müsst selber erstens den Wert von Gedichten zu schätzen wissen, müsst jemanden kennen, der den Wert von Gedichten zu schätzen weiß und müsst den irgendwie noch total toll finden und ungefähre Vorstellungen davon haben, was für ein Gedicht in ihm fallen könnte. Und dann würde Wawelzinek das schreiben. Man muss ihn, glaube ich, immer ein bisschen bremsen, der ist jetzt schon, glaube ich, also, ach ja, ich könnte mir gerne einen 250-Seiten-Roman für meine Mutti vorstellen und dann würde er sofort anfangen zu schreiben. Peter, du musst langsam zum Ende kommen. Okay. Du träumst also selber davon, von vier Zeilen und jetzt hast du wieder aber einen riesen Nee, pass auf, jetzt hier. Ich muss mit dem Ende anfangen. Warte, wir müssen jetzt erstmal den Paul, was war der Name? Marc, dazu nehmen. Hallo Marc. Ja, hallo. Ja, also, du kannst Marc, dich freuen, jetzt kommt hier quasi du dein... Du kriegst das jetzt quasi eins... Und zwei, drei, also ich habe oben angefangen und das sollte eigentlich das Erste sein. Das Erste ist jetzt das Letzte ist das Erste. Die Mitte bleibt die Mitte. Was heißt denn, das Erste ist das Letzte, das Letzte ist das Erste? Naja, er wird das auf dem Zettel nachher sehen. Also ich habe erst was geschrieben und dann ist es doch irgendwie doof gewesen. Dann habe ich zum Schluss ist mir noch was eingefallen und dann kam diese mongolische Musik. Aber das Zweite in der Mitte, das bleibt immer. Also das heißt, es sind jetzt mehrere Gedichte? Nee, ich lese es jetzt rückwärts, also von hinten. Ach so, na gut. Hast du das kapiert, Marc? Ja, nicht so wirklich, aber das sehe ich dann. Nee, also ich weiß ja jetzt. Ist auch, ja ein Liebesgedicht. Peter, hast du ein Interesse daran, dass man das kapiert, was du da sagst? Ja. Oder ist dir es geht einen sofort auf. Also wenn ich es jetzt hintereinander lese, geht es dir sofort auf. Okay, gut. Ich häng an dir heißt, ich häng kopfüber. Ich denk an dich heißt, ich wär mir lieber. Ich werde über und über dich zu kommen. Ich liebe dich heißt, ich habe Durst. Der Riss ist Blut für mich. Dazu die Wurst. Ich liebe dich, das heißt, ich bin dir gut. Ich liebe dich heißt zudem, ich gerate nur in Wut, wenn einer dich seines Liebstes heißt. Ich brauche dich, meint, ich mag dein Blut. Ich brauch dich, sagt von ungefähr, wie gut es wäre, ich könnt als flehter Kater. Dir daher, wo so ein Kater... Als was nochmal jetzt? Was, ich könnte jetzt nochmal... Ich könnte als flehter Kater? Was war das? Ja, nee. Jetzt machen wir nochmal. Als Maus. Nee, jetzt mach mal, also, jetzt wenn ich dich nicht... Ich brauche dich, meint, ich mag dein Blut, ich brauch dich, sagt von ungefähr, wie gut es wär, ich käm als Flederkater daher. Ach so, entschuldige. Wo sich sonst kein anderer Kater in deinen Leib verbeißt, um dir Schmerz zu tun. Ich liebe dich heißt, ich mach meine Arbeit, danach will ich ruhen. Jetzt kapiere ich erst mit dem ganzen Blut. Ich habe mich immer gewundert, warum ist immer Blut war. Dabei? Naja, dieser Flederkater statt Fledermaus. Was ist denn hier genau? Ja, also ich schreibe jetzt noch grün daneben Maus. Man könnte es ja auch, halt mich aus. Ich bin der Kater von der Maus. Aber mein lieber Scholli, da kannst du dich aber echt nicht beschweren, oder? Nee, das ist super klasse. Also, liebes Gedicht, also, indem du gewissermaßen der Flederkater bist. Vorne rum wäre das ja völlig blöd. Ich brauche dein Blut. Also, Spitze. Ja. Und ich habe immer gedacht, was hat der mit seinem Blut? Mit seinem Blut, nur weil er einen Reim auf Gut braucht. Das musste dann schon recht janisch springen, oder wie man das nennt. Nein, schon Spitze. Mein lieber Scholli. Und ich habe sogar kleine Zeichnungen gemacht dazu, weißt du, so viel Zeit war noch. Ja. Das ist ja klasse. Na, Marc, dann spiele ich doch deinen, ihr heißt hier einen Beifall ein, oder? Ja, aber hallo. Mein lieber Scholli. Hey, Yippie, Spitze, Peter. Eine Laola. Super, genau, hier, totale Welle. Ich könnte was sagen, aber ich sag nichts. Peter Wawelzinek, ein Sommermärchen. Also, das Mikrofon ist offen, aber ich sag nichts. Also, ich, wenn ich hier, darf ich mal jemanden grüßen? Ich grüße alle, die dippen. Also, die heute Nacht irgendwelche Gemüse irgendwo in Dips reinstecken. Und dann diese Dips mit dem Gemüse, die leben auf jeden Fall. Dippen-Attentat. An die denke ich jetzt, weil das habe ich lange schon keiner mehr mit mir gemacht. Also, was? Ja, komm doch mal zum Dippen. Ach so. Peter, ich habe ein paar Gemüse eingekauft. Ja. Da habe ich ein bisschen was mit Marmelade, Joghurt und sonst wie was gemacht. Sag mal, wärst du jetzt so angewiesen auf Einladung? Ansonsten würde ich sagen, ey, wer Wawelzinek einladen will, muss eigentlich nur hier anrufen. Ich rufe die Waldtelefonzentrale an und an der alten Eichenfinger.
Telefon. Geduldet ja. euch. Gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam 70 97 110. Mieten Sie einen Dichter? Ja, das habe ich gestern, letztes Mal auch gesehen. Das war, wer ist denn das nun? Der Igel? Was denn? Weiß der ich Igel nicht. Oder ist das... Was meinst du denn jetzt? Na, hier dieses, das Waldtelefon. Das Ach so, lass... Ich habe es so oft gehört. Marc, du bist zufrieden und glücklich? Ja, einwandfrei. Wunderbar, das freut mich. Ey, was wollen wir mehr als Menschen glücklich machen, oder? Peter, und ist es nicht ein Wunder, dass es uns immer wieder gelingt? Mhm. Oh, es gelingt uns wieder, ohne sich gelingt zu fühlen, ne? Oder sowas in diese Richtung. Danke. Boah, jetzt aber wieder ein Musik. Wortspiel nach dem anderen. Okay, ja. Marc, vielen Dank. Ich setze dich auf die Warteschleife. Der klar. Kollege Karkow schreibt deine Adresse auf und dann kriegst du die Dichtung. Aber wie setzt man jemanden auf die Warteschleife, der schon bekommen hat, was er wollte? Also das verstehe ich nicht. Da muss ich hier einfach nur aufdrücken. So, und weg ist er. Weg. Jetzt kommen wir uns wieder. Diese Ruhe was? Nach, diesen brauchst, Ruhe brauchst nach. Brauchst du jetzt eine Erholungsmusik? Nö. Soll ich dir irgendwas spielen? Nö. Zwischendurch? Nee, echt Nö. Nicht. Ich habe meine Meniskus-Innenmeniskus-Diskussion-Operation dieses Jahr schon. Warum soll ich Ruhe? Also. Du meinst, wir machen jetzt gleich komplett weiter? Der hat gesagt, der Muskel muss wieder gestärkt werden. Mich macht jetzt so fertig. Kannst du nicht mal versuchen, jetzt mal was Kurze zu schreiben? Ja. Das war doch jetzt wieder, aber wieder. Aber jetzt ganz kurz. Ja, ey. Genau. Hallo, der wer ist arme denn da? Mensch, der jetzt dran ist. Hallo? Hallo, ja. Wer ist denn da? Ich bin Christian. Christian? Ja. Sag mal, rufen wieder nur Kerle an. Naja. Peter? Ja, Christian. Der nächste Anrufer sollte eine Frau sein, oder? Der nächste, aber Christian nehmen wir noch. Ja, Christian nehmen wir noch. Christian, du brauchst auch ein Gedicht? Ja. Bist du dir sicher? Ja, wäre schön, ja. Für wen denn? Na, einmal, also, ich wollte eigentlich für meine Mutter, aber wäre doch auch schön für die Familie. Oh, was heißt denn, wer ist denn die Familie? Familie ist Oma, Opa... Mutter. Aber du kriegst jetzt praktisch nur ein Exemplar. Wem drückst du denn dann in die Hand? Oder willst du Dramen und an die Wand hängen oder was? Nee, dann mach was für meine Mutter. Naja, nee, ich wollte dir jetzt nicht ausreden. Ich wollte dich nur darauf hinweisen, dass es möglicherweise Probleme gibt. Ja, naja. Nee, dann schenke ich sozusagen allen. Dann rahme ich es in Rahmen drin und hänge es in mein Fenster. Gut. Peter, Familiengedichte? Das möchte ich sehen. Familiengedichte ja, das und das Fenster. Natürlich. Ins Fenster? Ja, Familie, aber die Tendenz. Was soll denn der Familie, was sollen die denn machen? Was sollen die denn nun mal gesagt bekommen? Was sollen da im Fenster denn überhaupt stehen, dass die das endlich auch mal von draußen sehen? Na, dass es trotzdem chaotischen immer irgendwie aufs Gute ausläuft. Also, dass es trotz chaotischer Verhältnisse immer noch alle zusammenhalten und so. Das ist okay. Ihr habt so eine Chaosfamilie oder was? Nee. Na, aber wieso soll dann die Moral des Gedichtes sein? Na, eine Chaosfamilie würde ich jetzt nicht sagen, aber so ein bisschen Chaos ist hier schon. Also hier wird öfter mal gemeckert oder so. Gemeckert? Ja, ja. Ja, naja, gut. Okay, naja, okay. Peter, dir reicht das oder was? Ansonsten musst du nachfragen. Ich muss ja nicht dichten. Ich bin ja fein raus. Na, ich sitze hier so da. Chaos jetzt, ob irgendwas da ist, wo was dir jetzt immer noch leid tut. Also, dass du jetzt sagst, okay, das habe ich eben kaputt gemacht. Und dann ist das Aquarium ausgelaufen. Und was wurde da draus gut? Die haben sich da unten irgendwie die Fische gewünscht und nun waren sie plötzlich da oder sowas in diese Richtung. Ob du dich an irgendwas erinnern kannst, wo du sagst, da ist alles scheiße gelaufen, aber am Ende war es doch ganz okay. So direkt erinnere ich jetzt an nichts davon. Ach doch, ja, eine Vase ist mal kaputt gegangen, eine ganz teure. Was ist denn ganz teure? Ming-Dynastie, oder? Teure Vasen sind doch immer aus der Ming-Dynastie. Ja. Ja, war schon so was Chinesisches, sowas. Aber war kein Ming-Zeug. Und muss man daran noch erinnern, oder? Von soll man nicht lieber froh sein, dass sie es vergessen haben inzwischen? Eigentlich ja, aber wenn du schon so sagst, dann kann man doch dran erinnern, dass es doch am Ende keiner mehr sauer war. Peter, reicht dir nicht? Naja. Christian. Klingt doch nicht so richtig, oder? Christian, du musst doch einen Knaller, du willst das da ins Fenster hängen. Naja, dann schreib mal darüber, dass das hier total toll ist und dass wir uns hier immer freuen auf Weihnachten. Ja, aber total toll, das ist ja jetzt wie ProSieben, sag mal. Da ist Oma total toll und freut sich alle auf Weihnachten. Jo. Du musst jetzt schon noch mal irgendwas Spezifischeres bringen. Oder? Hab ich Unrecht, Peter? Jo. Was? Ich hab Unrecht? Ja, natürlich hast du Unrecht, ist doch klar. Echt? Ja. Das ist ich nehme hier deine Interessen wahr. Nein. Da muss ja eben nicht sein. Ich dachte, momentan, ich bin ein Spitzenliteraturagent. Also,
Christian, ich hab's so weit verstanden. Macht doch euren Scheiß alleine, ist mir egal. Hast du noch eine Melodie im Kopf? Zu welcher Melodie man das vielleicht? Gut, der ist jetzt eingeschnappt. Come as you are. Ja. Das ist doch eine schöne Melodie, oder? Mhm. Findest du nicht? So eine Melodie kannst du mal machen. Wenn du es schaffst. Here we are now, entertain us. Wer macht denn sowas? Ja, das macht ein verrückter Russe mit Computer. Nirvana war das aber mal am Anfang, ne? Ja, mach mal Nirvana. Das ist doch. Ja, jetzt. Aber kommt kein Gesang, ne? Doch, komm doch. Mit so Sprechcomputer. Okay, also jetzt machen wir wirklich mal den Vierzeiler oder Sechszeiler. Ja, logisch. Kann man jetzt nicht einfach mal Musik hören? Ich brauche jetzt irgendwie... Ach so, nein, dann mach ich das Mikrofon zu, oder was? Soll ich Mikro zu machen? Ja, für Christian können wir ja mal wirklich... Machen wir jetzt Mikro zu und du machst einen Vierzeiler. Ja. Okay, dann mach mal. Ja. Musst du bloß die Klappe halten, dann mach ich Mikro zu. Solange du was sagst, denke ich, ist besser, wenn du Mikro aufsetzt. Sagst du was? Ja, aber... Ja, siehst du redest, solange du redest, kann ich nicht mitnehmen. Gedanken zum Beispiel kann man doch gar nicht hören. Ist doch unhöflich. Das sind doch meine Gedanken. Was sind die Gedanken? Wenn das du sind redest, meine Gedanken. Wenn du redest, redest du. Ja, das sieht nur so aus. Nein, das sieht nicht so aus. Das hört sich so an. Das sind meine Gedanken. Und ich bewege gleichzeitig den Mund. Verstehst du? Ja, vielleicht kannst du das mal auseinanderlegen. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwo hingucke und ein Flugzeug kommt vorbei, dann habe ich doch mit dem Flugzeug nichts zu tun. Peter, Flugzeug kommt doch auch so vorbei. Peter, ich habe dich hier nicht zum Quatschen engagiert. Aber wenn ich denke oder bei dem Mund bewege... Peter, du bist nicht zum Quatschen hier. Okay. I'm worth at what I look best, and for this gift I feel blessed. A little group has always been and always will. Until then, hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? Hello, hello, hello. The lights out, it's less than just here now. Entertainment, I feel stupid and contagious here now. Entertainment, yeah, yeah, yeah. Why I taste, oh yeah, I guess it makes me smile. I found it hard, was hard to find. Oh well, whatever, never mind. Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? Hello, 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 with the lights out. It's left and just here now. Entertainment, I feel stupid and contagious here now. Entertainment, and the water, and the pinor, and the guitar. My whip is on, and in the yaw, and in the yaw, and in the yaw, and in the yaw. So, das war 386DX, heißt die Band praktisch, das Computerprogramm, der Typ, der gemacht hat, mit Smells Like Teen Spirit. Peter, du wolltest jetzt einen Vierzeiler machen. Ja. Du kannst dich jetzt hier nicht, nur weil du die ganze, jetzt deine ganze quasi Arbeitszeit verquatscht hast.
bist du jetzt praktisch mit den Hausaufgaben nicht fertig im Morgen. Ja, aber es ist okay. Ich muss ja bloß noch... So, also pass auf. Chaos. Warte, halt. Das Gedicht heißt... Du musst doch erstmal hier den jungen Menschen... Marc? Hallo, Marc. Okay, Marc ist Christian. Mensch, stell dich nicht alle so durcheinander. An. Ja, und? Also, ja, weil ich die alle unter Kontrolle halten muss. Das heißt Chaos. Chaos. Also, vom Wort Familienbande weiß ich sofort, es wird Schande genannt, der Ort, an dem die heile Vase vorher stand eine Weile, bis sie, ich mein, als sie noch Vase war. Um euch wieder Vase zu sein, stelle ich mich dahin, jetzt ganz allein. Das ist doch wunderbar. Oder? Ja, auf jeden Fall, ja. Mein lieber Scholli. Ja. Das haut ja wieder mal rein. So. Naja, wunderbar. Was macht man jetzt? Achso, jetzt... Also ich finde die letzte Zeile wirklich, um euch wieder Vase zu sein, stelle ich mich dahin ganz allein. Das ist für die Schnelle der Zeit. Da freut... Ja, Peter. Und der war jetzt nicht, mal kurz. Du musst jetzt hier nicht für Komplimente... Nee, buhlen, sondern... weiterarbeiten. Du weißt, ich bin... nicht weiterarbeiten. Ich bin echt immer total angetan davon. Also dieses Gedicht ist einfach wirklich eins, also Christian, da hast du wirklich Chaos. Also Christian. Allein der Titel Chaos vom Fort Familienbande weiß ich sofort, es wird Schande genannt, der Ort, an dem die heile Vase vorher stand eine Weile, bis sie, ich meine, als sie noch Vase war. Es ist schon was. Boah, ist gut. Göttlich. Um euch wieder Vase zu sein, stelle ich mich da hin. Das ist genial. Jetzt. Oder wie junge Menschen heute sagen, ganz geil. Allein. Ist geil. Ja, nehmt mich als Vase, heißt das. Das ist geil. Ja? Genau. Und irgendwie klingt bei Chaos Vase schon mit, ne? Chaos Vase. Weil bei Zinex ist ein eigener Germanist praktisch. Ja. Gut. Christian. Ja. Ich danke dir für deinen Anruf. Ich setze dich auf die Warteschleife. Bitte. Der Kollege Kerkhoff tütet's ein, okay? Gut, okay. Super. Danke, Herr Kerkhoff. Aber das häutet sich langsam, häuft sich langsam. Boah, ja, und das nächste sollte jetzt eine Frau sein, oder? Ja. Ich würde sagen, wer jetzt ein Gedicht braucht, müsste weiblich sein. Das hier ist die Telefonnummer. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Zwischendurch dachte ich mir, vielleicht noch eine kurze Irritationsmusik und dann können alle Frauen, die jetzt ein Gedicht haben wollen, sich mal überlegen, von wem sie das haben wollen. Von Wawelzinik, der hier nochmal im Zusammenarbeit mit der bolschewistischen Kurkapelle Schwarz-Rot das Lob des Lernens von Bertolt Brecht singt, Peter Wawelzinik hier. Damals war das also ein ganz angestrengter. Auch schon ewig. Wir wollten ja damals die Wende verhindern, lieber Scholli, durch diesen Song. Ja, ist uns aber wir wollten ja sagen, du musst die Führung übernehmen. Ja. Naja. Oh, hat wieder mal keiner zugehört? Das ist auch irgendwie nicht so massenweise veröffentlicht worden. Also da hätten wir sofort Flugblätter machen müssen. Ja, so. Und irgendwie vom Hubschrauber runter oder vom Fernsehturm. Oder. Ja, Kinder, ihr da vom Radiogerät, ihr seid gemeint, du musst die Führung übernehmen. Für die, deren Zeit gekommen ist, ist es nie zu spät. Lerne das A, B, C, es genügt nicht, aber lerne es, lass es dich nicht verdrießen, fang an. Du musst alles wissen, du musst die Führung übernehmen. Du musst die Führung übernehmen. Lerne Mann im Asyl, lerne Mann im Gefängnis, lerne Frau in der Küche, lerne 60-Jährige. Du musst die Führung übernehmen. Such die Schule auf, Obdachlose. Verschaff dir Wissen, frierender, hungriger, greif nach dem Buch, es ist eine Waffe. Du musst die Führung übernehmen. Scheue dich nicht zu fragen, Genosse, lass dir nichts einreden, sieh selber nach, was du nicht selber weißt.
hier zu Besuch. Multitalent, Peter Ziniek, Schriftsteller, Dichter, Sänger, Hörspielmacher, Performer, alles Mögliche. Der ist jetzt hier angetreten, euch ein Gedicht zu schreiben, wenn ihr jemanden habt, der Gedichte zu schätzen weiß und den ihr mit einem Schand geschriebenen Gedicht beschenken wollt. Er schreibt dann hier sofort runter, wird eingetütet, geht morgen in die Post und erreicht euch dann noch definitiv vor Weihnachten. So, jetzt haben wir uns eine wünschende Frau gewünscht, oder? Peter? Ja. Ja, gut, wollte ich nur mal dein Verständnis. Ich bin schon also beide Ohren habe ich. Hallo, wer bist denn du? Hallo? Ja, hallo! Welch ein Zufall. Hi, hier ist Susi. Susi! Ich Woche noch mal. Du, Kuttner, ich hab ganz oft versucht, mir dich zu schreiben für Opossum, ne? Ja. Ich hab's nicht geschafft. Ach so, und jetzt rufst du deswegen hier an, dass Wawezinik dir eins schreibt, was du... Opossum ist der Schachspieler, oder? Genau, Opossum ist der Schachspieler. Ja, das waren zwei Menschen, die ich zusammengeführt habe in der Nähe von Prenzlau, die Schach spielen miteinander. Die spielen jetzt seit Wochen, Monaten. Naja, seit zwei Wochen oder was. Habt ihr denn noch mal gespielt, Susi? Nee, ich hab keine Zeit gehabt. Ach Mensch, dann habt ihr bisher nur einmal gespielt? Nee, zweimal, aber dann in eine Woche. Also. Ja, und ist ja eigentlich nett, Opossum? Ja, Opossum, der ist so voll in Ordnung und der hat doch eigentlich einen ganz süßen Charakter und ist voll lieb und so. Voll in Ordnung, voll nett, voll lieb, guter Charakter. Und ja. Jetzt würdest du, wolltest selber ihm eigentlich, du würdest ihm jetzt gerne ein Gedicht schenken. Ja, zu Weihnachten. Ja, und kriegst du quasi selber nicht geschrieben. Und von daher dachtest du, ist ja praktisch, Sprechfunk, Kuttner, Wawezinik sitzt da, soll der das machen. Ja, aber wenn sie jetzt selber schon geschrieben hat, dann weiß sie ja schon, woran sie gescheitert ist. Ach so. Ja, aber es gibt doch so eine Grundidee. Du hast doch bestimmt schon eine Grundidee gehabt. Da sagst du, Mensch, den müsste ich mal sagen. Nee, ich bin ja noch nicht mal dazu gekommen, einen zu schreiben. Ach, dann wird das so ein Gedicht, die so ungefähr aussagt, doch, ich bin ja gar nicht dazu gekommen. Aber Susi, du musst jetzt noch ein bisschen, was hättest du denn gerne geschrieben? In dem Gedicht? Naja, weiß ich noch nicht. Ich hab mir noch nicht so... Ja, aber Susi, dann mach dir jetzt schnell Gedanken. Naja... Jetzt ist der Dichter hier, der brennt, der glüht quasi. Der ist von poetischem Furor besessen, ja. Vom Pfeil des Apoll getroffen. Und jetzt musst du ihm was sagen, dass er das dann irgendwie in Worte gießt. Ja, dass es voll Spaß macht und dass ich weiterhin mit ihm Schach spielen möchte und dass er sehr gut spielt, dass ich aber zwar keine Chance habe, aber naja, das hab ich ja dann noch irgendwann, aber naja, sowas halt, weißt du? Noch, gibt's noch irgendwie, was hat denn ihr für eine Augenfarbe? Ja. So grün-blau. Oh, jetzt habe ich genau den richtigen Stift hier gehabt. Genau, hier die ganze Zeit schon grün. Der grüne. Grün-grau. Hm? Das ist ja wie meine Augenfarbe. Spielst du eigentlich Schach, Peter? Weniger im Radio. Also ich habe das früher mal versucht. Ja, ja. Dann haben die da diesen berühmten, ich weiß gar nicht, wie der hieß, Schröderzug, Fischerzug oder irgendeinen einfachen Namen hat er. Und dann war ich Schachmatt. Dann habe ich mir wieder was mit den Pferden überlegt. Dann habe ich mir gedacht, man müsste vorher die Bauern alle irgendwie. Und dann habe ich gedacht, dann komme ich zum Schluss nachher mit den, weißt du? Na. Meinst du mich? Ja. Hast du noch nie beim Schach dir den... Gedanken gemacht? Nee. Ja. Ich weiß nur, dass eben der Computer jetzt gewonnen hat. Also, ja, das weiß ich. Und dass der Kasparov ausgeladen wurde bei Christiansen, um mal bei Schach Großmeister demonstrieren wollte. Und da war das erste Mal das Wort Großmeister. Ich dachte, Meister ist schon ganz okay, aber Großmeister, ich wusste ja nicht, was immer Großmeister soll. Da wüsstest du doch, der Großvater weiß ich, aber Großmeister. Die Boxer der Meisterklasse schlugen sich zu Kleistermasse und aus dem ganzen Massenkleister erhob sich dann der Klassenmeister. Danke. Ja, Mann, so was hast du einfach so. Wir wollen mir nicht die ich mache jetzt hier ein paar Jahre lang. Lade dich immer zu Weihnachten ein. Genau. Okay, also Opossum, das reicht mir. Okay. Ja. Gut, Susi, du bleibst in der Leitung. Jetzt gibt's hier eine fetze Musik und dann, gibt's hinterher die dich. Du bleibst in der Leitung, ja? Ja, mach ich. Okay, bis dann. Tschüss. Nein. Bis gleich. So, wir hören jetzt mal hier Musik. Willst du richtig mal richtig laute Musik hören, Schappi? Ja. Peter, ja? Speed King von Deep Purple? Ja. Echt? Und vor allen Dingen, also nee, jetzt wirklich, man darf ja nicht intim werden im Radio. Ich habe immer gesagt, man darf nie was intim. Willst du mit dir intim werden? Speed King habe ich vor zwei Tagen in einem Auto gesessen und hat mir überlegt, wie ging denn das? Und da ist eine Lache drin. Speed King. So was. Ja, das war damals. Ja, super. Das war ja. Unser, da waren wir auf unseren Rollern, auf unseren Dreirädern. Die Lache, die kannst du dann laut machen. Hey, Schriftsteller, ab in den Keller. Die Purple, Speed King.
Die Purple Speed King. Das ist doch schön, wenn einem Musik so nahe gebracht wird, dass jemand sagt, da muss man auf die Lache achten. Ja, gut, die ganze Zeit drauf gewartet. Und mich natürlich. So. Mit dem okay, Freund. Also. Ach, du bist fertig? Nee, jetzt, weil eigentlich muss er jetzt schnell Nachricht machen, oder? Nachrichten ja. Oder ich? Nachrichten. Das ist die Konfrontation. Nachrichten. Also Nachrichten immer wichtiger als ich. Nachrichten sind wichtiger als du. Ja, dann. Der Peter, Nachrichtenmann. Natürlich. Ja, ich hatte gedacht, ich wäre auch mal vom Polonium-Skandal. Ist doch ein alter Traum. Wieso? Weil, dass du wichtiger bist als die Nachrichten. Wichtiger sein als die Nachrichten. Nisch da! Vor Weihnachtszeit. Volle Straßen. Volle Läden. Volle Busse. Volle U-Bahn. Volle Weihnachtsmärkte. Krach, Stress, Hektik und Gedränge. Fritz klingt sich da aus und klingt mal ganz anders. Mit Christian Ulmen. Ist komisch, aber ich fühle mich hier wohl. Und der liest ein Hörbuch. Und wir hören zu. Man küsst sich links und rechts auf die Wange, umarmt sich innig und überhaupt ist es ein großes Hallo. Hallo. Provinzglück. Ein Hörbuch von George Lind, gelesen von Christian Ulmen. Mir gefällt diese Geschichte gut. Nur das Ende nicht. Noch bis Freitag, immer nachmittags um 17.30 Uhr. Na so ungefähr jedenfalls. Fritz. Und das hört man. Um 22.40 Uhr. Info. Nachrichten. Mit Matthias Kerkhoff. Die rivalisierenden palästinensischen Gruppen Hamas und Fatah haben sich wieder auf eine Waffenruhe geeinigt. Palästinenser Präsident Abbas kündigte am Abend in Ramallah vor Journalisten den zweiten Waffenstillstand innerhalb von 24 Stunden an. Zuvor war es den ganzen Tag über wieder zu Gefechten gekommen. Im Streit um die Gesundheitsreform soll noch einmal nachgerechnet werden. Gesundheitsministerin Schmidt hat ein neues Gutachten zu den Kosten der Reform in Auftrag gegeben. Damit sollen die Bedenken von Bayern, Hessen und Baden-Württemberg entkräftet werden, die Mehrbelastungen in Milliardenhöhe befürchten. Die Zukunft des Berliner Flughafens Tempelhof ist weiter in der Schwebe. Das Oberverwaltungsgericht hat seine Entscheidung darüber, ob die vom Senat angeordnete Schließung Bestand hat, auf Donnerstag verschoben. Mehrere Fluggesellschaften hatten gegen das Ende des Flugbetriebes geklagt. Bundesligist Hertha BSC Berlin hatte erstmals seit 5 Jahren im DFB-Pokal wieder das Viertelfinale erreicht. Die Mannschaft setzte sich im letzten Spiel des Jahres bei Regionalliga-Spitzenreiter VfL Osnabrück mit 3:0 durch. Auch Bundesligist Stuttgart ist eine Runde weiter. Die Schwaben gewannen 4:1 in Bochum. Eintracht Frankfurt erreichte nach einem 3:1 gegen Köln ebenfalls das Viertelfinale. Die Partie Nürnberg unter Haching endete 2:1 nach Elfmeterschießen. Damit ist Nürnberg im Viertelfinale. Und im Basketball ULEB Cup verlor Alba Berlin gegen Ostende mit 65:66. Wetter. In dieser Nacht ziehen Wolkenfelder durch unser Sendegebiet und zwar von Nordwesten her. Da kommt auch ein bisschen Nieselregen. Die Temperaturen zwischen 0 und 3 Grad. Morgen wird es dann recht trübe. Zeitweise nieselt es sich ein bei Temperaturen zwischen 5 und 8 Grad. Verkehr. Wir haben keine Meldungen. Weiter eine gute Fahrt. Fritz ist eine Produktion des RBB. Und wenn im Radio 102,6, dann Fritz in Berlin. Blue Moon. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 70 97 330.
Created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, hier im Studio heute, jetzt vor Weihnachtsspezialausgabe, hier im Studio Peter Wawrzynek, der euch als mobiler Dichter zur Verfügung steht, wenn ihr als Weihnachtsgeschenk für jemanden, den ihr besonders gerne habt und der ihr Dichte zu schätzen weiß, insbesondere extra für ihn die Dichte, die dann noch in handschriftlicher Form vorliegen, dann könnt ihr hier anrufen und bei Wawrzynek ein Gedicht bestellen. Das hier ist die Telefonnummer. Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Ihr müsst nur, um dem Dichter die Arbeit nicht allzu schwer machen, ein paar Angaben machen, wovon das Gedicht handeln soll, in welcher Art und Weise es vielleicht atmosphärisch sein soll, für wen es ist, worum es gehen soll und so eine Geschichten. Hier ist Susi, die wollte für ihren Schachkumpel Opossum ein Gedicht geschrieben haben. Und, das Gedicht ist fertig. Susi? Ja. Ja, super. Gut, Susi. Schach, ach, Schach. Schach, ach, Schach, Schach. Man denkt beim Schach erst nach der Niederlage nach, wie man das Patt verpattet hat. Oder beim Bauernfang die Außenlinie entlang hätte vielleicht kurz pausieren sollen, statt mit guter Miene in die vollen Niederlagestellung zu plauzen. Man macht die Rochade und nichts geschieht, weil der Gegner, wie schade, keinen Sinn drin sieht und nichts verpetzt, sondern zuletzt die Figur dahin setzt, wo sie, ach, Schach, das Spiel beendet. Wie du es drehst und wendest, man denkt beim Schach erst nach der Niederlage nach. Eins der großen philosophischen Schachgedichte aus der Hand von Peter Wawrzynek. Susi. Das gehört jetzt der Vergangenheit an. Oh. Was war denn das jetzt für ein Laut? Das ist ein Teddy. Susi, kannst du den erklären? Hat dir jemand auf den Bauch gedrückt? Nee. Ich denke, eines seiner Plüschtiere hat wahrscheinlich das Telefon übernommen. Nee, ich bin immer noch Ecke, aber das war gut geworden. Mensch, hier sind die Tränen gekommen, oder? Wenn ich dich jetzt eben habe schnaufen hören, Susi? Nee, aber hätten kommen können, finde ich. Aber ich krieg ja das Gesicht. Sag mal, du machst ja immer noch so schöne Bildchen dazu. Ja, ich zeig dir noch was dazu. Ja, ich habe da jetzt verschiedene Schachfiguren. Also Susi, ich will's noch mal sagen, das ist dreifarbig, das Gedicht. Das ist irgendwie, der eigentliche Text ist schwarz, dann gibt's noch irgendwie Anmerkungen. Ja, in Rot. Das sind übrigens, nicht nur Possum, sondern O. B2 und. Possum, wie dumm. Oben dann die, wir wissen was, genau. Die Signatur, Peter Wawrzynek. Aber was ist ein A6, B4? Ach so. Der Zinsschach, kennst du. Plätze, Orte. Und übrigens, das Beste beim Schach, hat irgendjemand gesagt, ja, auf das erste Ding lege ich ein Korn, zweite lege ich zwei Körner, dritten lege ich vier Körner. Genau. Und dann, und ist dann es wie viel Getreide ist das bei mehr vier? Als die Welt, ja, ernte in 100 Jahren. Genau.
Super. Das krieg ich jetzt zugeschickt, ja? Das kriegst du jetzt zugeschickt. Logisch. Cool. Man macht die Rochade und nichts geschieht, weil der Gegner, wie schade, keinen Sinn drin sieht. Tja. Kuttner, meinst du, der freut sich? Naja, also, wenn nicht, dann nimmst du den Weg und schickst es mir. Ich freue mich drüber. Ich würde mich freuen. Man kann ja ich so würde eine, mich freuen, wenn ja. ich mal die Dicht von Babazina bekomme. Man kann ja so eine Seite auch auflösen in Wasser oder irgend sowas. Ja, und dann mit Mehl und dann. Susi, kann man ich setze dich auf die Warteschleife. Schachfiguren draus. Die müssen machen. Ja weitermachen. Also. Ja, schön. Okay, tschüss. Entschuldige, ich war jetzt ein bisschen schnell. Tut mir leid. Hallo, wer ist denn da? Hallo. Hallo? Ja, wer bist denn du? Das war. Da ruft dann einer über längere Zeit hin an, um Hallo zu sagen und aufzulegen. Hallo, wer ist denn da? Ja, Birne hier. Hallo. Birne. Hallo, Peter mit Zinek. Dichter. War wer Zinek? Was? War wer Zinek? W-A-W-E-R-Z-I-N-E-K. Genau. Hallo, Peter, war wer Zinek? Ja. Genau. Dichter und Denker, Großphilosoph. Ja, denke ich auch. Stimmt schon. Ja. Ich habe hier deine ganzen Gedichte hier mitverfolgt und du bist wirklich hochachtungsvoll. Ja. Das ist ein bisschen wie eine Trauerkarte. Ja, oder? Das ist richtig professionell. Und jetzt eine Schippe Sand drauf. Aber jetzt war ganz schnell jetzt. Ja, willst du ein Gedicht haben? Ja, ich wollte ein Gedicht Für haben. Für wen? Naja, das ist jetzt ein bisschen schwierig, weil ich möchte jemanden zum Ehrenbürger machen von Berlin. Ah ja. Und dafür müsste ich... Wen denn? Naja, das ist ein Engländer. Der hat schon. Das ist ein guter Bekannter von dir. Ein guter Bekannter von mir. Und wenn ich ihm persönlich dieses Gedicht überreichen kann, ja. beziehungsweise ja. müsste ich das an den Bürgermeister schicken von Berlin? Oh nein, da kommt's in die Ablage, da kommt's im Müll, das ist egal. Du musst jetzt, dann lass dir was anderes einfallen, darf den Ehrenbürger. Darf ich denn wenigstens selbst ein Gedicht vortragen? Nee, wir haben keine Zeit mehr. Birne, ich mach mal Schluss. Tschüss, wir nehmen jetzt mal jemand anders, der ein Gedicht braucht. Hallo? Hallo. Wer bist denn du? Jannis. Johannes? Nein, Jannis. Jannis, du brauchst ein Gedicht. Ja. Peter, du kannst ruhig einen neuen Zettel nehmen. Wie sieht denn das Papier aus? Papier ist ja noch da. Ja, genau. Ja. Jannis, du willst ein Gedicht haben? Ja. Für wen? Für meine Deutschlehrerin. Für deine, seit wann schenkst du deiner Deutschlehrerin was zu Weihnachten? Ja, wir haben so Jule Club, also jeder zieht ein und am Ende, also am Freitag, am letzten Schultag machen wir so eine Weihnachtsfeier und dann steht da mal so ein Rätsel drauf und dann kriegt man halt dann das. Und jetzt denkst du irgendwie, Gedicht bei hier anrufen, weil Gedicht ist dann billig, kostet nichts und macht Eindruck. Ja, das auch. Außerdem brauche ich noch eine Anregung für so ein eigenes Gedicht, weil wir haben gerade so eine Poetik-Epoche. Ja, weiß ich gut nicht. Da musst du dir selber Gedanken machen. Du musst jetzt sagen, was du für ein Gedicht für deine Deutschlehrerin haben willst. Wie heißt denn überhaupt? Frau Linnepe. Frau Linnepe? Ja. L-I-N-N-E-P-E? Ja. Frau Linnepe. Und jetzt, was soll das jetzt für ein Gedicht sein? Ja, also der Name sollte jetzt nicht drin vorkommen, aber es sollte so winterlich mit Winter halt und weihnachtlich so Natur, richtig schön so. Und so ein Netzteil da. Nee, komm, jetzt dreh mal hier nicht so auf. Sag mal, hast du vorhin irgendwann aufgeschnappt und jetzt haust du hier auf die Kacke, oder? Weil es um die Deutschlehrerin geht. So einfach funktioniert es aber auch nicht. Kannst du mir erklären, was ein Sonett ist? Ja, ein Sonett ist ein Gedicht, es besteht aus 4 Strophen. Die ersten beiden haben 4 Zeilen und die zweiten beiden haben 3 Zeilen. Dann gibt es 3 verschiedene Arten. Einmal das Italienische und dann gibt es das Englische und das Französische. Und so, mein lieber Freund, das beeindruckt uns ein Dreck. Ich gehe jetzt in den Birkenwald, in meine Pillen wirken bald. Ist kein Sonett, ist aber ein prima Text. So was, wie reicht dir das, Peter? Ja, du bist dichten. Ach, wenn Jannis noch sagen würde, was so die Tendenz sein soll, wie Weihnachten aussehen soll bei ihm da. Ja, fröhlich und... Ja. Das überrascht mich jetzt aber. Ja, ich mich auch. Man wäre immer so gut. Fröhliche Weihnachten, schön, schnell schneien soll's. Ja, und ganz besinnlich soll's sein. Genau. Richtig schön und gemütlich. Jannis kriegt wahrscheinlich schon immer Einsen bei ihr. Nach Fichteldings da rufen. Ja, genau, oder? Jannis, kriegst du da mal Einsen bei ihr? Ja. Siehst du? Naja, wenn der weiß, was das 3 Sorten von Sonett gibt, oder? Natürlich. Und wie sieht's denn bei Mathe mit dir aus? Nicht so gut. Ja, es geht. Naja, siehst du. Wichtige Frage ist ja Biologie. Da scheitern sie alle. Echt?
Ja, wir haben nicht so eine tolle Lehrerin. Aber ja, da liegt so mal eine Lehrerin. Ja. Und Biologie interessiert sich ja nicht. Frau Linnippe sieht einfach so spitze aus, oder? Ja. Dass man dann ja nicht zum Deutschunterricht wackelt. Genau, so sieht's aus. Ja. Oh, komm mal erstmal. Lieber Scholli, oder? Naja, gut. Peter, dir reicht's oder was? Ja, jetzt wird's ganz kurz. Ja, okay, gut. Dann hören wir hier Hendriks Weihnachtsmusik machen. Du bleibst in der Leitung, ja? Richtig.
Du schaust immer bis... Ein bisschen, ja. Immer total konzentriert aufs Blatt und nee, ich bei der Arbeit immer auch stellen, ja, weil ich... Nee, die Frage ist fertig, ja. Ja, weil ich das jetzt diesmal in so Wellenbewegung geschrieben habe, ich mir ja leicht esoterisch angehaut. Also, fröhliche Weihnachten. Warte, halt, wir müssen ja erstmal hier den Anrufer dazuschalten. In die Birne war das nicht, sondern wer war denn jetzt? Hallo, wer warst denn du? Janis. So nett unter Einfluss von Jimi Hendrix. Fröhlich. Heißt das? Ja. Echt? Super. Fröhliche Weihnachten, frohes Fest und Gänseschlachten, wenn man Vati lässt, mit seinen Gaben. Alle sind sie zufrieden, wenn sie ihre Geschenke haben. Und von denen, die bei uns übernachten, schnarchen auch wieder nur die, die man schnarchen lässt. Fröhliche Träume bis zum nächsten Fest. Super. 1A! Ja. Klasse. Wird dann gleich wieder Beifall eingespielt. Wieso bist du so wie in Wellen? Also du kriegst jetzt so, Janis, du kriegst jetzt so, das wellt so dahin von Jahr zu Jahr. Ja, ist auch irgendwie sehr optisch, sehr ansprechend gestaltet. Das kann ich jetzt schon einschätzen. Janis, du bleibst in der Leitung? Ja. Und der Kollege Kerkhoff nimmt deine Adresse auf. Wir suchen jetzt noch, vielen Dank für deinen Anruf. Wir suchen jetzt noch, jetzt reicht es aber auch mal mit dem Beifall hier. Wir suchen jetzt noch jemanden, der ein Gedicht braucht, und dann würde danach dann die Videoschnipselkartenverlosung, also sag ich absolut, dann aber extra ja. nochmal an. Da warte ich würde schon da drauf. Nochmal, soll ich dich auf die Gäste setzen? So, dann wir mal. Also sag mal, aber wenn dir eine Gedichtanforderung nicht gefällt, Peter, dann kannst du auch sagen, nein, möchte ich nicht. Nee. Du bist jetzt, das ist jetzt nicht so eine Ausbeutersendung hier, dass ich denke, ey, Mann, okay, Gedichteschreiber aus China machen das alle für das halbe Geld. Ja. Von daher habe ich verziert eingeflogen. Der macht's dann aber auch ohne zu widersprechen. Du darfst widersprechen, wenn du widersprechen willst. Nee, das ist jetzt hier nicht so eine neoliberale Sendung, wie du sie sonst vielleicht gewohnt bist, von irgendwie bis Ickwald. Aber hier und, ist... Und ich glaube, ich habe in den letzten Minuten überhaupt nichts Wesentliches gesagt dazu. Die Würde des Dichters erachtet. Also ich erkenne das an, was du sagst, aber so ganz der Meinung bin ich nicht, weil im Prinzip, es ist ja gar nicht mehr, man muss ja damit gar nicht mehr seinen Lebensunterhalt verdienen. Womit? Mit Gedichten. Ja, stimmt, da muss man, ich meine, andererseits, man konnte es aber auch. Geh doch mal auf den Rummel, da steht jemand plötzlich und macht Gedichte, 4 Zeiler, 8 Euro. Du weißt doch, Ben hat es mal ausgerichtet, was er mit Gedichten verdient hat. Das war dann irgendwie 3,40 im Monat. Ja. Also so, auf dem Level. Ja. Ja, ja. Ich würde mich da erst gar nicht ranmachen. Ja, nee. So, jetzt suchen wir hier also einen, erstmal jemanden, hast du eine, würdest du irgendwas bevorzugen? Männlich, weiblich, älter, jünger? Nee, ich bin jetzt schon irgendwie weiblich, also das war schon... Du findest jetzt weiblich wichtig, ja? Susi war da schon toll, also... Okay, hallo? Ja, hi, hier ist der David. Oh, David, tut mir leid, wir müssen jetzt, Wawazinek möchte jetzt lieber das weibliche Geschlecht andichten. Hallo? Hallo? Ja, wer bist du? Ich bin die Miriam. Miriam? Ja, ich warte schon ganz lange. Oh, super, na das trifft sich doch. Ja, das ist schön. So, dann sage mal, du würdest jetzt gerne ein schönes Gedicht haben. Mhm. Für wen denn? Für einen guten Kumpel von mir. Für einen guten Kumpel. Du musst jetzt vielleicht noch ein bisschen was dazu sagen. Das war bei Zinek eine ungefähre Vorstellung dafür. Und immer keine Angst haben, auch wenn ich nichts sage. Ich höre zu, ich muss ja schreiben. Ich bin und ein bisschen müde, aber sonst. Ja, sag mal, er muss ja dichten. Also insofern ist jetzt auch nicht so schlimm. Arbeit. Aber andererseits ist es natürlich auch schön, dass er zu so später Stunde sich noch bereit findet, hier Gedichte zu machen, wo du schon total müde bist. Dankeschön. Ja, genau, Dankeschön an ihn. Und von daher jetzt aber noch ein paar Ansagen, was für Gedichte ungefähr sein sollen. Also es soll so, also mehrere Strophen. Also nicht unbedingt zu lang, aber mit verschiedenen Themen. Einmal mit so Freundschaft, Vertrauen. Für wen ist das nochmal genau? Für einen guten Kumpel von mir. Für einen guten Kumpel. Hm. Also dann einmal mit so Freundschaft, Vertrauen. Dann das zweite mit so Essen, also... Liebe geht durch den Magen. Lakritz-Snacken und Triolade. Triolade, ja, ist ja egal. Was ist ein Triolade? Das ist von... Darf ich Werbung machen? Nee, musst du ja nicht also sagen, von wem das ist, sondern was das ist, habe ich gefragt. Schokolade mit, die 3 verschiedene Sorten von Schokolade hat. Also weiße, Vollmilch und Kuchen. Ah ja, gut, okay. Weiter? Dann, und dann noch ein Satz unbedingt, der gutes Deutsch ist würdelos heißt. Der ist zweideutig gemeint. Gutes Deutsch ist würdelos? Ja. So soll der Satz lauten, der in dem Text auftauchen soll? Ja, genau. Aha, gut. Das ist von unserem Deutschlehrer. Ja,
Ja, jetzt reicht's aber, oder? Peter, reicht dir das auch? Ja, ich will ihn ja nicht überfordern. Mir steht's aber schon bis hier. Was los? Bei mir schwillt die Stirnader. Ja. Mhm. Gut, okay. wie war denn dein Name nochmal? Miriam. Miriam. Nee, genau. Ja, man muss ja mal wissen, Miriam oder Miriam? Miriam. Miriam, gieß mal, ich war ja klug, ich hab's ja gleich so unentschieden, also es hätte auch mir jederzeit ein J das sein gut. können. Gut, dann... Früher war Miriam noch Miriam, heute heißt es schon Miriam. Ja, 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 auf meinem Religionszeugnis und so wurde es auch immer falsch gemacht. Fürchterlich. Peter, du dichtest jetzt volle Pulle los? Ja. Ach, dann habe ich hier einen schönen, voll schön noch einen schönen Dichter für dich. Schöne Dichtermusik. Du dichtest jetzt los. Miriam, du bleibst in der Leitung. Mhm. Okay. Hier kommt jetzt die Musik und das Band des halbautomatischen Anrufbeantworters, den ihr ja jeweils unter dieser Telefonnummer hier, ich mach dein Mikrofon mal zu, du arbeitest jetzt, erreichen könnt. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 70 97 330. So, und ab jetzt, wenn die Musik losgeht, würde ich gerne ein paar Karten verlosen für Videoschnipselvortrag am Donnerstag, 21. Das ist unter anderem Stalins Geburtstag, 21. Dezember um 21 Uhr in der Volksbühne. Ihr könnt jetzt hier diese Telefonnummer anrufen und ihr müsst das Zauberwort Warte, von vorhin sagen. Ich rufe die Wandtelefonzentrale an. Ja, ich verrat's vielleicht nochmal. Hängt ein Telefon. Geduldet euch. Wisst gleich nicht, kommt ich machen soll, aber 0331 für Potsdam 70 97 110. Hottentotten müsst ihr sagen. Um noch deutlicher sage ich es jetzt nicht, um eine Karte zu gewinnen. Draußen sitzt der Kollege Kerkhoff, der nimmt eure Telefonnummern auf. Hier eine Musik, der Dichter dichtet und das Band des halbautomatischen Anrufbeantworters. Los geht's. Hier eine Musik, die durchaus auch singender Dichter, Allen Ginsberg, Everybody Sing heißt sein Song. Den hören wir uns jetzt an und dann das Band des halbautomatischen Anrufbeantworters und dann sind wir wahrscheinlich schon bei Gedicht angelangt, Allen Ginsberg. Everybody's just a little bit homosexual, whether they like it or not. Everybody feels a little bit of love for the boys, even if they almost forgot. Everybody goes a little bit sweet-hearted for a poor freckled sun-faced lad. You'll give him a little bit of your soul like a girl that's never been had. Now everybody, everybody, everybody knows how thrilling a kiss can be. Right on the mouth, no thought, no doubt, from that singing boy from Tennessee. Everybody knows what it is to fall in love with a football hero bold. But so everybody's thoughts never do get lost, God remembers when you're growing old. Everybody born just a little bit gay, a little bit fairy and a dog. Everybody's born a lordly king of May and a little bit even of a hog. So if you can't get with your natural human and don't want no part queer, you'll line yourself up against the wall with your ghosts and shoot to kill your fear. You can empty your revolver in any woman's cunt or any man's mouth you despise. You can call whore names or play fairy games like gouging out Vietnamese eyes. But you'll never get laid by a lady or a maid who won't be scared of your thighs. No, you'll never get laid, but with money you paid to buy off your woman with lies. No, you'll never get laid and see freely displayed the goddess that comes in disguise. So if you're in trouble and you don't like your double, why don't you come see me? I'll take you by the hand and love you through the land and ease your tender misery. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 70 97 330. Der Ritter mit den roten Armen tanzt freudig durch das Einkaufszentrum und denkt an die Zeit, in der ihm noch Ideen kamen. Er war jung, noch nicht krumm und dachte, sein Blick war weit. Das Band des halbautomatischen Anrufs.
Reime, Reime, Gedanken deine, dass die Brücke schwer nachgibt, oh schwere Reime, die nur sollen beschwingen leicht die deinen, in den rauschenden Bruch der Brücke sich zerteilen und Vergänglichkeit meinen. Piep, 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 hier Silvi, hallo. Wir sind nochmal den Tommy Waschen-Lied widmen. Dieser Herr arroganter, lustiger, frischer Vogel, Tommy Wosch, der hatte mir nämlich einen Tacker versprochen, der nie angekommen ist. Dafür durfte ich mir ihn selber kaufen. Meine Arbeit ist wochenlang liegen geblieben. Ach, die sollten ihm nochmal ein Lied dichten. Nur noch eine Frage an euch, und zwar Marco Seifert, euer Kollege. Ist das der Marco Seifer, mit dem ich mal damals im Blumenladen gearbeitet habe, wo ich beim Arbeiten gekifft habe und gesoffen haben und total drauf waren und im VW-Bus einen Joint gerucht haben und Angst vor den Bullen hatten? Marco Seifert, I love you. Ciao, ciao. Ja, zur Frage, was ist liegen geblieben? Zunächst mal, aber ich versuche schon seit Jahren, die Diskussion anzustoßen über die verwendeten Begriffe. Fast alle Begriffe, die allgemein üblich sind, sind unklar. Was, das fängt schon an mit dem Begriff, was ist Demokratie? Da sagen die Leute nun, das heißt Volksherrschaft. Aber das ist doch nur eine Übersetzung aus der griechischen in die deutsche Sprache. Weiter nichts. Es ist doch keine Definition. Denn fast jeder versteht darunter was anderes. Die meisten Leute verstehen unter Demokratie nur noch Kapitalismus. Also letzten Endes die Herrschaft einiger Milliardäre und ihrer Komplizen, die bestimmen, wie es lang geht und wo es lang geht. Das ist doch genau das Gegenteil von Demokratie. Ja, hallo, hier ist Dana. Das ist eine Nachricht für die heutige Sendung. Ich hätte eventuell einen Resttext für das Gedicht. Und zwar vermutlich beeindruckt er die Damen. Sie tanzen wild um ihn herum. Ist nur ein Vorschlag. Ich wünsche auf jeden Fall frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Ja, man soll ja Kinder auch nicht mit einem Runterstangen, sondern auch mit einem Kantritt. Hallo, hier ist Kali. Ich wollte doch noch dieses Gedicht vollenden. Der Ritter mit den roten Armen tanzt durch das Einkaufszentrum. Burgfräulein hinter der Kasse, das ist klasse. Fräulein, haben Sie Erbarmen? Ich tanz ja nur für Sie allein. Ach, spricht sie hold, das ist ja fein. Komm ran, komm rein, du roter Ritter mein. Tja, das war's. Nun ist es doch noch ein Liebesgedicht geworden. Das sieht sonst nicht aus wie eine Treppenstufe. Jo, Kutti, hier ist der Feelgood Niklas. Ey, der Sound da beim halbautomatischen Anrufbeantworter ist ja mal voll geil, da so richtig smooth, ne? Ja, kannst du ihn mal irgendwie auf deine Homepage stellen oder so? Pop oder Pop! Versuchen wir es später noch einmal. Ihr gewünschter Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar. Man hat wieder was Falsches rausgeschnitten, das zweite Mal. Der Stotterer ist nicht Holger Klein, sondern Tommy Wosch. Vielleicht hat der sich auch eingemischt und das abgeändert. Außerdem kann jeder, der Ohren hat zu hören, wer der Stotterer ist. Eine gute gebratene Jans ist eine gute Jabe Jottes. Und von allen Gemüsen ist der Gänsebraten der liebste Fisch. Nachdem das ist geschehen, da kann er wieder gehen. Der Berliner verwechselt nicht mir und mich, der sagt immer mir. Dafür sagt der Pommer meistens mich. Im Winter ist der Pommer noch fauler als im Sommer. Wiederhören. Na, da haben wir noch ein paar spezielle, präzise Sprüche hier gekriegt. Den kann man sich merken, oder? Im Winter ist, wie war das? Im Winter ist der Pommer fauler als im Sommer. So. Wenn halbautomatischer Anruf beantwortet. Die Karten sind weg. Dann 0331 zu Potsdam 70 97 310. Genau. Das war doch mal. So, dann haben wir hier Miriam, oder? Ja. Ja, super. Peter, du hast ja den Dicht fertig? Ja, da sicher, natürlich 2000. Ja, sicher, Angeber. Also, natürlich, Brille aufgesetzt und so. Natürlich, ja, okay. Nee, aber du kannst es also, auch. Also, das ist natürlich einfach völlig, da kommst du auf die letzte Aussage an und die haben wir eben gerade über den automatischen. Also, gutes Deutsch ist würdelos, schlechtes Polnisch finde ich
Bloß. Ach so, bloß. Gut, Entschuldigung. Ja, wollte ja wirklich. Wir sitzen uns gegenüber, also pass auf. Ja. Gutes Deutsch ist würdelos, schlechtes Polnisch finde ich bloß schnell gut, wenn mir jemand leuchten tut. Gutes Essen und ein wenig Selbstvertrauen ist gut fürs Verdauen, ist gut fürs Ausscheiden und super, wenn dich andere drum beneiden. Gutes Deutsch ist bloß bei den Guten würdelos, denn im Winter ist der Pommer fauler als im Sommer. Mein Lieber, das ist ein Clown, den kenne ich doch. Ja, das aber der kommt Hölderlin, genau dahin. Der passt genau dahin. Super, hast du jetzt auch runtergeschrieben? Ja, natürlich. Miriam, ja. Ja, du kannst dich aber glücklich schätzen, finde ich. Ja, ich bin glücklich. Also pass mal auf, du kannst halt Sachen ähnliche finden, ne? Also schlechtes Polnisch finde ich bloß schnell gut, wenn mir jemand hell leuchten tut. Ja. Das solltest du mal dem Lehrer sagen. Das gutes Polnisch finde ich bloß schnell gut, wenn mir jemand hell leuchten tut. Ja, das ist schon mal nicht schlecht. Das ist schon mal wirklich nicht schlecht. Das kann man schlecht. Auch mit Serbokroatisch. Ja. Ne? Aber das ist natürlich nicht so leicht zu merken, wie im Winter ist der Pommer fauler als im Sommer. Ja, aber er geht um hell und dunkel. Ja. Ja, Sommer hell, ja. Winter dunkel. Gilt das auch für den Vorpommer? Im Winter ist der Vorpommer fauler als im Spätsommer. Ja, genau, wird dann länger. Miriam, ich danke dir für deinen Anruf. Könnt ihr mir noch einen kleinen Gefallen tun und jeder einen kleinen Weihnachtsgruß runterschreiben? Ja. Also ich habe das ich mach das ja. Was soll ich denn da runterschreiben? Ja, gut, da musst du rein. Du kannst jetzt aussuchen, lila, grün oder rot. Also ich mach das ja immer. Ja, ich schreibe runter, Salute della Puppe in Afrikas Muttertag. Okay. Okay. Wenn es dir gefällt. Ja, mir gefällt. Das ist ja mit den Pommern und den Sommern, ne? PDR, hast du mal noch einen anders farbigen Stift? Jo. Okay. Welche Farbe soll ich denn nehmen, Miriam? Grün. Jo, grün habe ich. Grüne. Da hast du sind alle meine da hast du den grün. So, der ist ja so wie... Okay, Miriam, vielen Dank für deinen Anruf, ja? Jo. Hast du den okay, grün. Tschüss. So, jetzt der nächste, oder? Jetzt kannst du aber wieder ein Kerl sein. Jetzt geht richtig los. Also oder hast du jetzt eine Altersvorstellung? Wir sind jetzt schon beim Endspurt. Nein. Endspurt. Jetzt müssen wir uns aber ranhalten. Hallo, wer ist denn da? Ja, ich bin's nochmal, Birne. Birne? Ja, bei mir. Willst du jetzt Gesicht haben für Birne? Nee. Ich möchte jetzt. Birne, mach jetzt ganz schnell. Wir haben keine Zeit bei hier. Bei mir fällt Weihnachten aus wegen Ehekrise. Und ich möchte ein Gedicht. So, jetzt kann ich ohne dafür. Weg war er. Das war aber jetzt aber, interessant. Aber, nein, ist ja reicht doch aber, oder? Ja. Das ganze Drama steht doch vor das Augen. Ehedrama, bei, nee, das Weihnacht, bei mir fällt Weihnachten aus wegen Ehekrise. Will man mehr hören? Nee. Da ist doch ein Raum für Fantasie. Okay, hallo, wer ist da? Hallo? Hallo. Jetzt ja, wer bist denn du? Paul. Ja, Paul. Du willst hier Gesicht haben? Genau. So für wen denn? Für meine Mutti. Für deine Mutti? Man, sag mal, alle haben nur noch Muttis. Dass mal jeder anruft, der sagt, für meine Tochter zum Beispiel. Das wäre doch schön. Naja, aber immerhin arbeite ich hier beim Kindersender. Insofern. Okay, für deine Mutti. Wie alt bist du, Paul? 24. Sag mal, da könnte man doch schon Kinder haben. Was machst du denn die ganze Zeit? Ja, studieren, da kann man sich sowas nicht leisten. Studieren. Da habe ich aber auch schon Kinder, ja. Bis zum Abwinken. Ja, du, da waren die Zeiten noch besser. Nee, da waren die Zeiten gar nicht besser. Ja, früher war alles besser, oder? Nee, die Frauen waren lustiger. Die waren doch nicht alle, die sind doch nicht... Ich finde, dass die heute immer mit so einem freien Streifen zwischen Gürtel und Leibchen... Das bei diesem Winter, da rennen die mit so... Ja. Und du denkst, na, dass die keine Kinder mehr kriegen können, ist okay, Wunder, oder? Nee, aber die kriegen ja nicht sofort Schwierigkeiten, die kriegen ja erst später Schwierigkeiten. Und insofern wissen die ja nicht mehr, dass das... Ja, aber die müssen doch total eine Harnblasenentzündung kriegen, oder was? Nein, das ist doch nicht wie Ladendiebstahl, das ist... Weißt du, du kannst ja noch vor... Wie eine Spitzenbemerkung, Peter, ja. Du musst überhaupt gar nicht weiterreden, ist nicht wie Ladendiebstahl, insofern hast du einfach recht, soll sich jeder sein. Auch das sieht von hinten gut aus, so. Ja. Ja, von hinten, schön von hinten, ah, genau, ja. Ja gut. Okay, Paul, okay, du musst jetzt mal hier Anweisungen geben. Ich habe für die Mutti aufgeschrieben. Genau, für die Mutti ist es. So Art Dankeschön, dass sie mehr oder weniger mich die ganze Zeit hier auch unterstützt, wo ich ja nun Berlin verlassen habe. Na, oh. Und mich gegen Baden-Württemberg zum Studieren gewendet habe. Oh, was studierst du da? Das ist so ein, ja, lange Geschichte, irgendein Master of Business and Engineering. Boah! Ha? Toller Titel, oder? Ja. Mann, ey. Wir rufen hier die Spitzenverdiener an, um kostenlos ein Gedicht abzugreifen. Spitzenverdiener, armer Student, der davon noch... Das ja, aber mit tollen Aussichten, bei der NASA noch was zu werden, oder? Da hoffe ich. Ja. Sag mal, die Miriam, habe ich die jetzt rausgeschmissen? Kollege Kerkhoff, hörst du? Habe ich die Miriam rausgeschmissen? Oder hast du ihre Adresse? Hier ist ihr Gedicht.
Hast du? Alles in Ordnung. Entschuldige, Paul. Gut, nee, wer nicht stört. Janis ja, zum Beispiel. Nein, oh no. Wer nicht stört, fand ich sehr bescheiden. Okay. Also. Und ja, dass sie da die ganzen Dinge so wie Wohnungsauflösung und dergleichen irgendwie geklärt hat und mich immer weiterhin mit Päckchen aus Berlin versorgt, die Ostpäckchen umgedreht, mit Lebensmittel und Klamotten und... Der kriegt Ostpakete nach Baden-Württemberg geschickt, ist auch nicht schlecht. Ja? Ja, super, nee. So ist es. Und sonstige Termine, weiß ich nicht, die ich in Berlin doch zu regeln habe, alle für mich organisiert. In die Richtung sollte das Ganze gehen. Okay. Peter, das darf jetzt nicht so lang werden. 3 Minuten 43 Sekunden hast du. Ist das, reicht dir das? Peter? Ich, ja. Braucht man noch keine Informationen, ne? Ne. Reicht dir? Alles okay? Peter? Alles in die, für Mutti, Württemberg, Master of, das habe ich gar nicht mehr verstanden, aber ist okay. Okay. So, was gibt und die schickt ihm immer Ostpakete. Ja. Also war es früher Westpakete. Okay. Ne. Ja, gut, okay. Der Dichter, du wartest, ja? So ist es. Paul, bis gleich. Okay, danke. Tschüss. Bis gleich. Hi, sei Ojisan. Hi, sei Ojisan. Wunderbare Japaner. Das heißt, auf Englisch heißt es Hey Man, auf Deutsch heißt es Hallo Mann. Shukichi Kina. Hi, sei Ojisan. Ah!
Shukichikina, Heiser, 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 Heiser. Automatischer Anrufbeantworter. Dann. 0331 zu Potsdam, 70 97 330. So, Peter, du bist fertig. Okay, ja. Mann, das ist echt erstaunlich. Es gibt so manches, was ich... Hallo, warte doch erstmal, jetzt muss erstmal... jetzt Paul, oder wer war das jetzt? Paul, genau. Paul für die Mutti. Württemberg habe ich weggelassen. Master of, das wäre zu verräterisch. Aber es gibt so manches, wofür ich dir danken könnte fürs Mutti-Sein. Für die Pakete samt Schnüren bis zur Rente. Soll Dank dir gebühren. Und Dank für Frank, von dem ich selber nichts weiß. Und Dank für den Schwarzanteil am Weiß. Es gibt so manches, wofür ich dir danken will. Nun, so sieht es aus. Und nun aber bin ich wieder fein still. Dein Sohn, du weißt schon, der dir immer wieder was danken will. Wow! Oh, Paul! Wer ist denn Frank? Paul, der Frank. Danke für Frank. Gute Frage. Aber ich bin beeindruckt. Wow. Oder? Nicht schlecht. Da wird Mutti aber gerührt sein. Da wird Mutti aber wirklich gerührt sein. Handgeschrieben. Zweifarbig wieder, sehr zweifarbig signiert. Geht jetzt in die Post und du dürftest es rechtzeitig haben. Ist ja prima. Umwerfen. Peter Barazinek. Ja, und das wird jetzt nicht wiederholt. Du kriegst es zugeschickt und die anderen müssen... Ich setze dich auf die Warteschleife. Wir müssen hier Tempo machen, dass jetzt schnell noch der Nächste kommen kann. Ja, okay? Okay, vielen Dank. Okay, vielen Dank. Tschüss. Schöne Grüße an Frank. Vielen Dank für Frank. Vielen Dank für Frank. Jetzt nehmen wir schnell den Nächsten drin, oder? Jawohl. Hallo, wer ist denn da? Lila. Hallo, hallo, wer ist denn da? Jetzt ist Birne hier am Hörer. Oh, Birne, jetzt hör doch mal auf. Möchte ich ein Gedicht für Newton Kumpel und der ist Bluesman, heißt der. Birne, hast du die Telefonnummer von dem? Der hat kein Telefon. Warum nicht? Hast du die Adresse von ihm? Ja, der wohnt bei mir hier um der Ecke. Birne, denn... Der ist Mundharmonika-Spieler. Birne? Ja. Birne, schreib dir den Text einfach auf den Zettel und dann steckst du ihn in den Briefkasten, okay? Nee, den... Doch, finde ich eigentlich einen ganz guten Vorschlag. Ja. Wir nehmen mal jetzt jemand anders. Hallo, wer ist denn da? Hallo? Hallo, Martin. Hallo, Martin. Ja. So, der nächste Anrufer ist aber wieder eine Frau, oder? Oder die letzte halbe Stunde machen wir nur noch Frauen, oder? Schappi, Peter? Martin. Martin, ja, du darfst ja jetzt noch. Gut, super. Jetzt halt aber auf hier rumzumeckern. Ja, mein Gott. Nein, ich muss doch mal aber ein bisschen auf die Ausgeglichenheit achten. Ja. Gut. Ja. So. Ich hätte ja ein Gedicht für meine Eltern. Das ist ja eine originelle Idee. Ja. Weil jetzt so auf den letzten Drücker, ne? Ja. Muss man sich ja noch was Besonderes einfallen lassen. Gut, okay. Aber hier muss ich jetzt mal richtig, da müssen wir ja richtig mal durchfragen. Was? Wer, wann, wie oft? Um den Mittelpunkt unserer Familie gehen, unseren Hund. Einen braun-weiß gefleckten Dalmatiner. Der heißt Napoleon. Gut, um den soll's gehen. Genau. Ja, noch ein paar Worte dazu. Wie alt ist denn der? Wann habt ihr den angeschafft? Der kommt sind so langsam in die Jahre. Der wird jetzt 10 Jahre alt. Ja. Also, und den haben aber alle lieb. Genau. Du, deine Eltern. Eltern, Bruder. Und der soll zu Weihnachten verschenkt werden, oder? Das Gedicht sollen meine Eltern zu Weihnachten bekommen, ja. Und das soll irgendwo im Haus aufgehängt werden. Wie im Haus? Habt ihr ein Haus? Ja, wir sind Bonzen. Nee, ganz so schlimm ist nicht. Kannst du mal genauer beschreiben, dein Bonzentum? Würde einen ja doch interessieren, mal irgendwie am Leben der Schönen und Reichen teilzunehmen? Ja. Was heißt Schöne und Reiche? Ja, was kriegt der Hund zum Beispiel zum Frühstück? Futter, Reis und Hundefutter. Würden wir uns ja alle 10 Finger nach ablecken, oder? Nicht unbedingt. Jeden Tag. Gut, okay. Kriegt der Hund jeden Tag Reis und Hundefutter? Ja. Ich denke, ihr seid Bonzen. Warum kriegt ihr nicht Ananas und Weintrauben und Kaviar? Darf er nicht. Hummer. Diät halten. Schokolade darf ein Hund nicht. Und rohe Zwiebeln darf er nicht. Das weiß ich. Ja, und Schokolade. Und zu viel Weintrauben darf der Gummiko nicht. Weintrauben kann er. Nee, wird ja auch verrückt von. Natürlich. Nein. Weintrauben macht verrückt. Weintrauben macht, da sterben die von. Ja, aber Napoleon hat so eine Blasenentzündung, Blasenerkrankung, so dass er irgendwie immer ständig Diät halten muss. Und das heißt nur Reis und... Das heißt, sonst pickelt der ein, oder was?
Ja, dein Martina wäre nicht so alt. 12 Jahre, 13. Und jetzt läuft er mal mit Windeln durch die Wohnung, oder wie? Nee, ganz so schlimm ist nicht. Ja. Aber man merkt ihm sein Alter langsam an. Okay. Aber alle haben ihn lieb. Peter, hast du noch eine Nachfrage? Absolut nicht. Echt? Nee, das ist, der beste, klarste, schönste Auftrag, den ich je hier gehört habe. Also, wie hieß denn jetzt der Anrufer? Wie war denn der Name? Martin. Martin! Ja. Ja, dann ist er. Aus Erlangen? Ja. Mhm. Sag mal, da rufst du von so weit an? Ja. Das ist ja auch ein Ding. Ja. Aber Erlangen ist keine schlechte, da haben die immer so Poetenseminar im Sommer. Da macht die ganze Wiese voll. Da gibst du einen Song von Max Gold, oder? Ja, Erlangen. Côte d'Azur, wie heißen die Côte d'Azur nicht? Wie hieß die Band damals, die sie da hatte? Foyer des Art. Côte d'Azur, habe ich gesagt. Genau, kennst du das nicht? Wissenswertes über Erlangen? Wissenswertes. Echt? Na, da kümmere dich mal drum. Erlangen. Max Gold oder Foyer des Art, genau. Ja. Wissenswertes über Erlangen hieß es. Ja, heißt das schon. Scheiße, habe ich leider nicht bei. Hätte ich jetzt ja nicht gespielt. Kann man nicht machen. Kann man nicht immer alles bei haben. Genau, bleib du mal schön in der Warteschleife. Ich spiele nochmal eine Musik. Der Dichter dichtet, dann kommen die Nachrichten und dann bist du wieder dran, okay? Wunderbar, danke. Okay, bis gleich, tschüss. So, dann dachte ich mir, spiele ich jetzt hier gleich nochmal Mississippi Queen, diesmal in der Live-Version, weil es ist gerade so mein Lieblingssong. We'll be right back.
Mountain Flowers of Evil von 1971 heißt die Platte. Mississippi Queen war der Song. Schon wieder ein Jahr fast rum. Und zu Silvester um 0 Uhr sollte man nicht am falschen Ort sein. Falsche Orte wären zum Beispiel Bett, Klo, Keller, Arbeit oder Knast. Und richtige Orte gibt es eigentlich eine ganze Menge. Nur die sind alle im Fritz-Club. Silvester im Fritz-Club. Sucht euch euren richtigen Ort auf 4 Floors. Der richtige Ort für Rock. Der richtige Ort für Black. Du brauchst einen kalten Drink, steck deinen Kopf ins Eis. Der richtige Ort für Elektro. Und der richtige Ort für Dirty Dancing. Silvester im Fritz-Club. Ab 21 Uhr der richtige Ort für alle und trotzdem für jeden. Fritz. Und das hört man. 0.35 Uhr. Fritz Info. Nachrichten. Mit Matthias Kerkhoff. Die rivalisierenden palästinensischen Gruppen Hamas und Fatah haben sich wieder auf eine Waffenruhe geeinigt. Palästinenser Präsident Abbas kündigte am Abend in Ramallah für Journalisten den zweiten Waffenstillstand innerhalb von 24 Stunden an. Zuvor war es den ganzen Tag über wieder zu Gefechten gekommen. Im Streit um die Gesundheitsreform soll noch einmal nachgerechnet werden. Gesundheitsministerin Schmidt hat ein neues Gutachten zu den Kosten der Reform in Auftrag gegeben. Damit sollen die Bedenken von Bayern, Hessen und Baden-Württemberg entkräftet werden, die Mehrbelastungen in Milliardenhöhe befürchten. Die Zukunft des Berliner Flughafens Tempelhof ist weiter in der Schwebe. Das Oberverwaltungsgericht hat seine Entscheidung darüber, ob die vom Senat angeordnete Schließung Bestand hat, auf Donnerstag verschoben. Mehrere Fluggesellschaften hatten gegen das Ende des Flugbetriebs geklagt. Die US-Raumfähre Discovery ist auf dem Rückweg zur Erde. Das Shuttle habe sich am späten Abend erfolgreich von der internationalen Raumstation ISS abgekoppelt, teilte die Raumfahrtbehörde NASA mit. Die Landung der Fähre ist für Freitagabend geplant. Zum Sport. Bundesligist Hertha BSC Berlin hat erstmals seit 5 Jahren im DFB-Pokal wieder das Viertelfinale erreicht. Die Mannschaft setzte sich im letzten Spiel des Jahres bei Regionalspitzenreiter VfL Osnabrück mit 3:0 durch. Auch Bundesligist Stuttgart ist eine Runde weiter. Die Schwaben gewannen 4:1 in Bochum. Eintracht Frankfurt erreichte nach einem 3:1 gegen Köln ebenfalls das Viertelfinale. Die Partie Nürnberg unter Haching endete 2:1 nach Elfmeterschießen. Damit ist Nürnberg im Viertelfinale. Und im Basketball ULEB Cup verlor Alba Berlin gegen Ostende mit 65:66. Wetter. In dieser Nacht ziehen Wolkenfelder durch und von Nordwesten gibt es dann etwas Nieselregen. Das Ganze bei Temperaturen zwischen 3 und 0 Grad, aber immerhin plus. Morgen wird es trübe, zeitweise nieselt es und das Ganze bei Temperaturen zwischen 5 und 8 Grad maximal. Verkehr. Die Grenze Frankfurt an der A12 ist dicht. Pkw-Fahrer sollten bitte auf den Übergang Stadtbrücke ausweichen. Weitere Meldungen haben wir nicht. Drum schnell zu Kuttner und zum nächsten Gedicht. Fritz ist eine Produktion des RBB. Und wenn im Radio 103,2, dann Fritz in Spremberg. Blue Moon. Das Leben ist kein Wunschkonzert, die Weisheit wächst auf Bäumen. Wir machen unsere Augen zu und träumen. Peter, bist du fertig? Ja. Dann blenden wir jetzt die Musik aus. Na, Paul, und meinst du, kriegen wir so eine Art Schnelldurchlauf hin, dass mal so 3 Leute jeweils einen Vierzeiler? Okay, kann man machen. Na, also, wie der ist? Ja, bei Familie und Hund, das ist natürlich... Ja, das ist nicht so einfach, verstehe ich. Das ist ja wieder ein Riesentext geworden. Also. Okay, warte, wir müssen jetzt erstmal den Martin hier dazuschalten. Hallo Martin? Ja, da bin ich. Ja. Ja. Also das müsste man dann schon irgendwie so als Volkslied singen, so Schrummel, Schrummel. So. Also wenn's mit dem Hund nicht mehr so läuft,
Wenn man am Hund sieht, was er am Tag so säuft und sieht, was er gegessen an der langen Hundespur, fragt nicht, frag dich nur, auf welchen Namen der Hund da hört, ruf Napoleon, das kommt davon. Das kommt so mit den Jahren und hat erst kürzlich angefangen und geht sofort Schritt für Schritt, also für Hundeschritt aneinander. Wir bleiben trotzdem Napoleoner. Also mit aneinander. Mach mal nochmal, sprich mal jetzt aneinander. Mal so auf Reim hin aus. Nee, ich hab's ja jetzt aufgeschrieben. Ruf einfach Napoleon, das kommt davon, das kommt so mit den Jahren und hat erst kürzlich angefangen und geht sofort Schritt für Hundeschritt an ein Janne. Wir bleiben Napoleoner. Also so. Also weil der Hund kriegt das ja auch alles nicht mehr so. Trifft er doch ungefähr deine Erwartungen? Ja, es übertrifft sie bei weitem. Aber ja. Übertrifft sie so ja bei weitem. Ja. Wunderbar. Na super, Martin. Ja. Dann würde ich jetzt im Interesse der Sendung dich ganz schnell einfach auf die Warteschleife setzen. Alles klar. Und dann sammeln wir jetzt mal hier einen. Okay, vielen Dank für deinen Anruf. Ja, schöne Weihnachten, wa? Ja? Da hast du alle recht, dich zu bedanken. Peter, aber wie wollen wir das jetzt machen? Soll ich jetzt mal versuchen? Ich leg das Blatt jetzt quer hin und das und dann, sind jetzt wie, drei Abteilungen. Aber dann musst du ja durchreißen, oder was? Logisch, das machen wir jetzt. Echt? Ja, natürlich. Dann schalte ich jetzt, mach mal drei Leute rein hier. Ja, logisch. Eins und das werden immer vier Zeiler. Ja, wir haben ja nicht mehr so viel Zeit. Zwei? Genau, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Ja. Drei, wie lange brauchst du denn für drei Vierzeiler? Eine Minute. So, hallo, wer ist denn alles da? Hier ist Anna, hallo. Anna? Ja. Hast du mich vorhin schon mal angerufen? Nee, ich habe versucht anzurufen. Ach so, okay, Anna, du in dem Vierzeiler, kannst du kurz für wen? Ich brauche ein Gedicht über ein Gedicht, und zwar über Christian Morgensterns Galgenlieder, die ich verschenken will. Peter? Geigenlieder, die sie verschicken will. Okay. Gedicht über Gedicht. Das reicht dir, ja? Mhm. Gut, wer ist denn der Nächste deiner Leitung? Hallo? Ja? Nadine? Ja. Ja? Ich rufe eigentlich aus einem ganz anderen Grund an, aber ich kann jetzt ja trotzdem mitmachen. Also ich soll jetzt irgendwie sagen, eine Person, für die... wenn du jemanden hast, dem du ein Gedicht schenken willst, weswegen rufst du eigentlich an? Ja, mein Freund. Aber wegen dem chinesischen Lied. Weil ich bin schwanger und das ist so ein schönes Kinderlied. Das ist ein japanisches. Ja. Könntest du mir da bitte das Album irgendwie... Kann ich jetzt irgendwie nie... Shukichi Kina. Shukichi Kina. Shukichi Kina. S-H-O-U-K-I-C-H-I. Ja. Und dann K-I-N-A. Okay, Shukichi Kina. Genau. Na, und wie heißt das Album? Das habe ich jetzt nicht im, ich hab's jetzt gerade auf dem Sampler da. Ich hab das Album zu Hause, kann ich dir jetzt nicht sagen. Na gut, dann rufe ich den nächsten Dienstag nochmal. Genau. Okay, für meinen Freund. Ja, und kannst du noch was sagen dazu? Koch, Halbbrasilianer. ja. Ja, okay, gut. Peter, reicht dir das? Halbbrasilianer reicht. Ja, gut. Und jetzt hier der Dritte in der Leitung? Alexander, für wen brauchst du das? Für meine Mutter. Für deine Mutter. Aber es werden jetzt nur noch vier Zeiler. Wir müssen uns ein bisschen sputen. Ja, ist in Ordnung. Ja? Ja. Kannst du mit leben? Ja. Okay, noch irgendwie ein Stichwort zu deiner Mutter dazu? Irgendwas? Ja, stressig zu Hause mit denen drin. Oh, jetzt ist... Wer war nicht? Ich nicht. Nee, Alexander ist jetzt weg, oder? Nee, ich bin noch da. Du bist noch da? Ja. Die Anna ist weg? Ja. Ach, na, das ist ja gemein. Da können wir jetzt nichts machen. Kann man nicht machen. Ich warte nicht. Du hast gesehen, ich warte nicht. Sag mal, dein dreckiges Dichter lachen. Ja. Peter, aber jetzt Anna ist weg? Ja, kann ich ohne Stoff wieder. Ja, wo ist sie wieder? Naja, wie denn? Ja. Das ist die ohnisch. Warteschleife. Da ist so, du machst jetzt hier, du machst mal jetzt deine zwei Vierzeiler, ja? Okay. Für Nadine und für Alexander. Ja, Anna kann doch mal versuchen anzurufen. Wenn sie drin ist, dann. Nee, aber also, kann ich jetzt ohne. Ja. Ich mach schnelle Musik, ja? Ja. Nee, klar, ich schreibe jetzt in grün. Du hast übrigens meinen grünen Stift. Ja, hier ist der grüne Stift. Bitte schön, hier ist er. Ja, danke, der muss auch wieder zurückkommen. Okay. So, Kinder, ihr bleibt wieder in der Leitung. Ja, und dann war wir ziemlich dichtet. My history from 1877. Was ever founded on a lie. History from 1877.
Nation. Words ever founded on a lie. Schalala, Herr Spaß, waren das? Peter, wie sieht's bei dir aus? Schon fertig? Nee. Zwei habe ich schon. Anna ist übrigens wieder da, das ist ganz schön. Zwei hast du schon. Soll ich einfach noch mal ein bisschen Musik? Ja. Und du hier hebst dann die Hand, wenn du fertig bist? Ja. Meinst du, wir kriegen noch eine zweite Dreierrunde hin? Na, ich will jetzt nicht so viel mit dir quatschen. Hier ein bisschen Musik. The Kills. Sweet Cloud heißt der Song. Dichter ist fertig. Anna ist auch wieder da. So, hallo ihr drei. Ja. Ja. Hallo. Womit fangen wir an? Peter, für wen? Achso, entschuldige, ja. Ja, also, mit Anna, Geigenlieder. Zum Galgen weiß ich was und sing dazu auch Lieder. Sie kommen alle wieder. Erst die Toten, dann die Lieder drüber. Oh, nicht schlecht. Ach, schön. Sehr schön gemacht. Oh, das knallt aber wieder drin. Und da hat sie was Philosophisches. Dann hier für Nadine. Ja? Bei einem Koch denkt man immer, was kommt noch? Oder? Nein, das knallt aber auch drin. Und da dann für Alexander. Wie bitte? Da muss selbst mein Freund lachen. Siehst du? Alexander, das kann man erotischer aussprechen. Bei einem Koch denkt man immer. Was kommt noch? Oh. Alexander, für die Mutter, für dich, das wollte ich schon immer mal schreiben. Für dich, liebe Mutter, einen Kutter. Für dich, liebe Mutter, einen Kahn. Für dich kommt es mir auf nichts mehr an. Ja. 1A, oder? Ja, das war aber Alexander, das war jetzt so ein bisschen unterspannt, dein Prima. Aber war ernst gemeint? Ja, ich muss es erst mal wirken lassen. Ja. Gut, okay. Ich setze euch auf die Warteschleife. Ihr gebt eure Adresse an den Kollegen Kerkhoff. Und dann könnten wir vielleicht noch eine Dreierrunde machen. Und dann wäre aber definitiv aber Schluss, Batzi, oder? Batzi. Okay. Da tschüss, haben wir aber drei. Weihnachten. Mit den letzten dreien haben wir ganz schön wieder was reingeholt. Boah, genau. So, und jetzt traust du dir noch 3-4 Zeilen dazu? Ja, sicher. Du kannst aber auch extra Zettel nehmen, Peter. Nein. Das ist jetzt auch nicht. Nee? Okay. Das kann man ja hier fotografieren, oder? Gut, hallo. Wer ist denn da? Ja, hier ist Helmut. Hallo, Helmut. Und warte mal, hier, wer ist da? Der ist jetzt irgendwie weg. Wer ist denn hier? Hallo? Ah, hallo, ist Gregor. Gregor und wer noch? Hallo? Hallo, ich bin's Julia. Julia, wunderbar. Hallo. Dann fangen wir jetzt mit Helmut an. Genau. Helmut, für wen? Schon wieder für eine Mutter, aber diesmal eher so ein Gedicht zum Geschenk. Auch wieder. Und fast zu einer Io Reiser-CD. Und vielleicht, dass sie das zur Ruhe ermahnen soll. Also, dass es ein bisschen ruhiger sein soll. Dass sie ruhiger werden soll? Ja, nicht so viel Hektik und so viel Arbeiten und so, ne? Okay, super. Peter, reicht es? Ja. Ja. Gregor? Ja, ich bräuchte ein Aufmunterungsgedicht für eine gute Bekannte von mir. Die hat sich von dem Freund getrennt und der geht ziemlich dreckig.
Ja. Reicht? Ja. Ja, Julia? Ich brauche ein Gedicht für meinen Freund. Der hat am 29.12. Geburtstag, wird 26 Jahre alt und es wäre gut, wenn da irgendwas mit einem Schwan vorkäme, weil ja, weil das ist so sein Wappentier sozusagen. Boah. Und dann ist noch was, er liebt Rilke und er spielt Klavier, aber er kann sehr schwer hören. So. Also er trägt zwei Hörgeräte. So. Er heißt mit Nachnamen Kraft, kann vielleicht auch drin vorkommen. Und ja, hat braune Locken und blaue Augen. Ja, reicht das? Schön, vier Zeile. Schön, vier Zeile reicht es allemal. Ja. Okay, dann wartet ihr? Okay. Ja, jo. Ich knall hier noch ein bisschen Musik drin. Was machen wir jetzt? Wiss ich jetzt auch nicht. Machen wir jetzt hier damit weiter mit Dings da? Oder was halten wir hier noch? Das ist jetzt schon weggesendet. Aber machen wir erstmal hier ein bisschen weiter. Thank you.
The Kills waren das mit Julia oder Sweet Helmut. Cloud. So, jetzt genau. Du bist fertig? Ja, ja, klar. Peter? Wir wollten immer eine Eins haben in der Schule. Immer eine Eins. Und wenn man dem Lehrer gesagt hat, ich bin fertig. Ja. Dann ja, für eins. Okay, Julia. Ja. Beim Schwan kommt es nicht darauf an, wie weiß sein Gefieder. Der Schwan sieht sich im Wasser als Spiegel wieder. Ja, toll. Dankeschön. Gregor, wenn es stimmt, dass sich Leute trennen und weinen, dann bist du von denen, die es nun kennen, eine von all den einen. Boah. Wart nochmal, jetzt machen wir nochmal. Wenn es stimmt, dass Leute sich trennen und weinen, dann bist du von denen, die es nun kennen, einer von all den einen. Ja, jetzt verstehe ich's. Ja. Nicht schlecht. Und Helmut? Vielen Dank, das rettet mir sehr viel. Finde ich prima. Und zur Ruhe, also Helmut, und zur Ruhe sei gemahnt, die Person, die am wenigsten davon ahnt. Und Friede gibt, wer andere liebt. Das ist fast christlich, deswegen habe ich mir aufgehoben zum Schluss. Aber ich finde es schon... Helmut, Gregor, Julia, ihr seid alle zufrieden? Ja, ja. Danke. Super. Wunderbar. Dann ist... setze ich euch auf die Warteschleife. Dann kann man nach Hause gehen. Herr Kerkhoff nimmt eure Adressen auf, wird eingetütet und ihr habt es dann sicher vor Weihnachten. Ja. Super. Vielen Dank für euren Anruf. Schöne Weihnachten, schöne neues Jahr und so. Guten Rutsch, schöne Feiertage. Tschüss, 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 tschüss. Peter. Das war die 6er Runde. Das war's. Damit haben wir... Ich danke dir. 100% yes, Planerfüllung oder wie nennt man das? Du warst wieder mal großartig. Ja, du aber ich auch. Ich danke dir sehr, dass du da warst. Ja auch irgendwie, man kann sich das aber gar nicht vorstellen, wie wir uns gegenseitig führen, ne? Wie wir uns die Händchen halten, wie wir uns die Ellbogen massieren. Ja, wie wir die Nase aneinander reiben. Ja, erwachsene Vertrautheit. Ja. Wir müssen den anderen hier nur noch Tschüss sagen. Tschüss. Tut uns leid. Halt Peter, tschüss. Tschüss. Du könnt vorbeikommen, Chris, auf meinem Bruder Lied singen. Hab Gitarre, Flöte und Mundharmonika da. Ja, den schaffen wir jetzt nicht mehr, Silvia. Tschüss, aber vielen Dank für die Einladung. Hallo, tschüss. Der Dichter und Denker, der kommt zum Henker. Na, das war doch ein schöner Reim. Und hier auch nochmal tschüss. Tschüss. Okay, damit ist die Sendung zu Ende. Wir hören uns wieder in drei Wochen. Also am zweiten Weihnachtsfeiertag sende ich nicht und am 2. Januar sende ich auch nicht. Also erst am 9. Januar wieder. Tschüss! Tschüss! Also pass auf, ich muss jetzt sagen, Gregor hat ja wirklich den Vogel abgeschossen. Also wenn es stimmt, dass sich Leute trennen und weinen, dann bist du von denen, die es kennen, nun eine von all den einen. Also da ist man selber schon nach 3 Stunden ziemlich perplext, dass sowas immer noch geht, ne? Jetzt aber hin. Da stehen wir hier in dessen Freundenland mit dem Taschenrechner in der Hand. Ich schau mich an, ich nehme und komm vorbei. Ich mag die Augen so ein Tassel bis drei. Und niemand weiß, was soll der Scheiß. Und niemand weiß, was soll der Scheiß? Aber das ist ja nicht vorbildlich für die Jugend. Das ist ja, früher haben sie uns beigebracht, das soll ein Vorbild sein. Das soll sie antören, das soll sie so zu besseren Menschen machen. Das ist ein Song, der sie nachdenklich machen soll. Nachdenklich war also bei uns nicht. Man sollte nicht nach. Man sollte. Bin ich scheidisch. Ja, du weißt ja so, du hast einen tollen Schultag gehabt, ne? Und hoppst mit deiner Freundin Arm in Arm so nach Hause und niemand weiß, ja? Da brauchst du dir gar nicht fragen, ob die Eltern glücklich sind mit dir, ne? Peter, ich danke dir. Echt wieder ein Jahr vergehen, ehe wir beide hier wieder mal. Wollen wir mal im Sommer auch mal machen? Wir sollten mal Weihnachten im Sommer feiern. Wir können es ja mal... Muss ja nicht der 24. sein, kann ja auch mal der 21. sein. Einfach mal so
Am 21. Auf jeden Fall. Vielen Dank. Ich spreche jetzt im Namen der Hörer, dass du hier warst, dass du so wunderbar gedichtet hast. Mhm. Wir sehen uns allerspätestens eine Im Woche Sommer vor Weihnachten. In einem Jahr wieder. Peter Wawelzinek. Weihnachten am See. Ansonsten kann man durchaus auch im Buchladen gehen. Peter Wawelzinek. Nicht mehr so, weil, muss man in Amazon. Man musste mich jetzt zum Beispiel bitten, nochmal wieder ein Buch zu schreiben. Also schreib doch mal wieder ein Buch, Peter. Ja. Aber wenn du das so sagst. Also, okay. Peter Wawelzinek. Ich sage tschüss, wünsche euch schöne Weihnachten. Ne? Schöne Silvester, schönes alles hier, zweiter Radio. Tschüss. Ente. Ente. Spitzenwortspiel. Ente ist einfach an sich schon ein tolles Wortspiel, ne? Fremd bin ich eingezogen, fremd zieh ich wieder aus. Der Boy war mir gewogen mit Mann. Das Mädchen sprach von Liebe, die Mutter gar von ihm. Das Mädchen sprach von Liebe, die Mutter gar von ihm. Nun ist die Welt zu trübe, ihr Weg erhöht ihn schwer. Nun ist die Welt zu trübe, ihr Weg erhöht ihn es viel, es trinkt.
die Türe zu.